Ich möchte das Ding da fahren. Was? Setup-Time nur noch so kurz? What the fuck? Weil, ja, weil das Ding wohl irgendwie gereist hatte, dass irgendwie eine Karre gewählt war, keine Ahnung. Nur noch Ja, so kurz. ihr seid dran, Nur ne? noch Tomito und ich 800 haben schon Sekunden. ausgewählt. So, dann muss Kirsche ganz hinten starten, auf jeden Fall. Oh, habe ich meinen Profiler? Ist er artig? Ja, gut. Gott sei Dank. Gleich mal ein 800 zum Warm werden. Ja, Ja, dann aber fahren was wir muss, bis das nochmal muss. 800. Es wird halt ein langer Renntag. Hey, krass, man kann die Automatikschaltung vorne nicht richtig sehen. Die Automatik schalten. Ja, richtig eine Lücke zwischen Demon und mir und euch beiden. Gut, jetzt die Das Lücke ist weg, meine aber Wand! stark war Au! es halt eben Die da. Wand hat's geregelt. Ja, die Wand hat mich da hingesetzt, wo ich hingehöre. Busch. Hast Oh du eigentlich Gott. irgendwann mal das Video bearbeitet und den Busch-Sound mal eingefügt? Ich weiß Nee. es nicht. Oh was? Ich dachte, der Dritte geht ein bisschen länger. War das denn für schon? Ja, ein bisschen an der Wand. Eigentlich wäre es ja lustig, wenn wir für AP zweimal so eine Mods hätten, so wie bei Dezido da für Doom. Jo. Was ist das für eine Mod? Ja, dass er die Geräusche, dass er die sagt. Ach Also. ja, okay, das habe ich irgendwo Dann mal möchte ich gesehen, das ja. von Stevie haben. Ja, von dir hört sich Motorsound bestimmt gut an. Aber das Wusch muss dann von dir kommen. Das Wusch muss von dir kommen, das ist richtig. Oder von Pete, weil er High Stakes spielt. Tut er das gerade? Jetzt gerade vielleicht nicht. Obwohl, mich würde es nicht wundern, wenn du das auch jetzt gerade tust. Mich würde es jetzt auch nicht so sehr wundern, ja. Hupe geht. Aber das Zusatzfeature, dass das Auto vor mir sich überschlägt, wenn ich die Hupe drücke, das ist irgendwie ausgefallen, das System. Ja, anderes Spiel. Zum Glück. Hei. Oh, da fliegt mir ein Auto ins Gesicht. Ah, links in der Kurve an die Wand und dann rechts irgendwo gegen den Baum jetzt endlich. Kriegt doch die Kurve, das ist doch nicht die Möglichkeit. Dieses Wow, Auto fährt sich wie so ein Mann, nein, Schlachtschiff. ich wegdreh nicht. Oh, Mann! Das ist Wann eine der du gleich beschissensten festsetzt. Stellen im Spiel. Oh, Ich ich frage mich, verkürze ob das sogar hier noch den. Leitplanken sind, die gerne Autos festfressen, damit sie sich bloß, damit man sich die Leitplanken aber auch genau von vorne anschaut. Das ist aber. Ich weiß gar nicht, ob es normal ist, aber es ist bei vielen Rennspielen zumindest so. Also wahrscheinlich ist das einfach so. Im echten Auto zum Glück noch nie probiert. Ich hab das auch nicht vor, ey, so. Nicht? Gut, streng genommen habe ich es auch mit der AP2 nicht vor, aber da passiert es halt. Hier Need for Speed anbaut oder Forza Horizon, dann gibt die Leitplanke komplett nach, als wäre sie aus Papier. Anbaut habe ich noch nicht gespielt, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es so ist. Jo. Anbaut ist, glaube ich, gar nicht mal mehr Windows 7 kompatibel. Glaube ich, Ja, jedenfalls da hast du mir jetzt aber das Windows Totschlagargument 7. Ja. geholt, wir hier 10 zu holen, du. Ja, das ist wahrscheinlich das schwächste Das Argument für Totschlagargument 10. ist für dich, wenn du nicht hier bei 10 holst, fällst du für uns bei Dirt Rally 2.0 raus. Ja, Weil das, ich die glaube. irgendwann nicht mehr kompatibel ist. Was? Das so? Ja, Ja? in einem Jahr ungefähr, ja. Das Ach, hat sogar. scheiße. Das Oh, war ich doch auch. hasse dieses Auto! Das war ja auch diese große Diskussionsthematik im Discord, weil ich glaube, Pete oder so noch das Bild gepostet hatte. Ach stimmt, ja, jetzt, wo du sagst, ja, da war Welches ja Bild? was. Hier ist ja das Auto Bezüglich der scheiße. Meldung, dass bis dato nur noch Steam mit dieser Version kompatibel ist. Ja, das haben die abgekündigt. Also Steam hat abgekündigt, dass sie Windows 7 supporten wollen.
Und ich denke mal dann aber auch nicht unbedingt, dass die dann irgendwie noch die alte Version nutzen können. Nö, gar nicht. Also höchstwahrscheinlich nicht, fast garantiert. Das heißt, wir haben noch mit Tomato nur noch dieses Jahr. Und danach haben wir einen... Alter, du dumme Scheißkarre! Dann haben wir ein weniger in Dirt Rally 2.0. Ja, oder aber dann auch halt eben mal upgraden auf Windows 10. Ist der jemals bei Dirt mitgefahren? Ja. Ja, eigentlich. Na gut, okay. Ja, dann fand er es hässlich, weil es zu viele Polygone, ne? Ich weiß. Was? Windows 10 hat zu viele Polygone? Nein, Dirt Rally 2.0 ist viel zu realistisch, findet er hässlich. Ja, aber dann muss ihm ja anbauend gefallen. Ja, gut. Nee, das ist auch, glaube ich, schon zu realistisch, auch wenn es diese Comic-Grafik noch mit drin hat. Oh Mann. Also gehe ich jetzt mal von aus, ich weiß es nicht. Das muss man ja aber ich denke nicht verstehen. Mal, wenn das gut ist, muss man das echt nicht verstehen. Für ihn ist halt einfach alles, was irgendwann zu ultra-realistisch wird, einfach hässlich. So aufgeplustert, meinte er, glaube ich, war das, ne? Irgendwie ja, sowas. Mit Realismus hat Unbound aber nicht viel zu tun, also... Es geht um die Grafik! Ach so, ja gut, ja, aber auch, Ja, aber die ist ja nicht realistisch, ne? Comic-Style. Ja, aber das ist richtig, komplett alles Comic-Style, also... Ja. Ich weiß nicht, ob du mal irgendwas von Unbound hier angeschaut hast. Nur was von Videos in der Gegend rum war. Ach Gott, ich hasse dieses Auto. Kann ein Auto so untersteuern? Ich dachte, aber so dachte gesehen, das ist eine Viper, ist eine totale Scheiße. Wird es darauf hinauslaufen, zumindest, dass du nur noch bis Ende des Jahres die nutzen kannst? Ja, wahrscheinlich muss ich wieder in die Scheiße auch upgraden, hilft ja nichts. Ja, Pete wird's nicht machen, der hat er schon gesagt. Ja, abwarten. Er hätte ja auch bei Windows 3.11 hängen bleiben können oder XP oder was auch immer, aber irgendwann upgradet man doch. Er wollte XP eigentlich behalten, aber war irgendwie wohl genötigt. Ja, kann er machen, ne? Internet Explorer und so geht alles nicht mehr. Ich meine, die meisten Webseiten sagen einfach, diese Version von Internet Explorer supporten wir nicht. Mit der kannst du die Webseite nicht mehr ansurfen. Na gut, viele von uns werden ja ab irgendwann 2025 ja auch mit einer nicht mehr supporteten Version noch arbeiten. Ja, aber da ist man ja noch nicht gezwungen. Aber wo das wirklich der absolute Zwang kommt, ich meine, Windows 7 ist von 2009 oder 2008 irgendwie sowas. Ich meine, das ist dann klar, dass es dann noch irgendwann mal ein Zwang entsteht. Aber der Zwang ist ja eigentlich nur, wenn du halt neue Sachen benutzen willst. Und die uralten Sachen gehen halt weiterhin. Ja, aber du musst halt immer überlegen, was halt krass ist. An sich ist ja wirklich, du hast ja voll die Arschkarte, wenn du deinen größten Teil deiner Games auf Steam hattest und Steam das komplett abkapselt hat dann. Ja, das ist richtig, aber da ist das Problem Steam. Weil Steam halt eben die Games nicht besitzt, sondern immer nur mietet sozusagen. Du zahlst vielleicht nichts für die Miete, aber wenn Steam irgendwann mal down ist, gehen die halt eben alle nicht mehr. Das ist richtig, das ist wirklich schon irgendwie. Das ist halt eine Steam-Sache, ne? Das ist keine Windows-Sache. Wenn ich überlege, ich habe da knapp, fast 400 Games oder so. Ja, alle weg, sobald Steam pleite geht. Das gut. Ist auch das, was mich da am meisten stört. Ja, das ist zum Glück sehr unwahrscheinlich. Es muss ja nicht nur pleite gehen, es kann auch einfach aufgekauft werden oder keinen Bock mehr haben, die alten Lizenzen weiterzumachen oder von einem Hacker runtergenommen werden. Es gibt tausend Sachen. Sobald der Steam-Service weg ist, ist alles weg. So. Ja, genau. Lass es von Musk, dann ist Steam tot. Siehe dir Twitter. Oder China und Russland kaufen und sagen, nö, Europa kriegt kein Steam mehr. Kommst du denn auf einmal schon wieder her, Kirsche? Von draußen vom Walde komme ich her. Ich will gar nicht wissen, wie viel Verdienst die grundsätzlich auf Steam haben, weil die zwacken ja von der ganzen Summe. Wenn du das kaufst, dann behalten die ja immer etwas. Ja, ansonsten, ja. Ja, sonst würden die sicherlich nicht Anliegnis dazu, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel die immer so behalten. Die Viper kommt da wohl echt besser aus der Abkürzung raus.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, fast alle Autos kommen noch besser raus. Da gibt es halt ein paar für die unten lang besser. Warte, bleib gerade. Bei der Vibe hätte ich das jetzt nicht gedacht. Da hätte ich das jetzt tatsächlich nicht gedacht. Naja, gut. Ja, man muss da sagen, also, ich finde es zwar wirklich scheiße, wenn man mal ehrlich ist, das mit dem Supporter, aber ich kann es zu einem gewissen Teil verstehen. Ja, als Entwickler, vom Steam hätte ich auch keinen Bock, noch irgendwelche uralten Versionen immer supporten zu müssen. Es ist aber halt auch irgendwann mal klar gewesen. Grundsätzlich eigentlich jeder, der irgendwie noch Windows 7 oder 8 bis 8.1 benutzt, hätte es safe mitrechnen müssen, dass auch irgendwann mal in dieser Richtung einfach mal ein Platz kommt. Dass sowas nicht auf ewig für immer läuft. Oh, Alter. Das hat man ja auch gesehen, als als der XP-Support komplett gekippt war. Das ist ja jetzt ja nicht so, als wäre das jetzt auf einmal so ganz plötzlich so, als hätte man nicht mit sowas rechnen können. Dieses auch. Ja gut, XP, da gab es ja wirklich sehr lange Support, das muss man sagen. Hat ja mir auch bekommen. Also, nein, also bezüglich für die ganzen Programme meine ich jetzt eher Support bekommen. Darum. Weil XP-Support gab es, glaube ich, 14 Jahre oder so, ne? Von Programmen jetzt her oder von Microsoft Seite her? Microsoft. Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich meine, auf jeden Fall sehr lange. Aber 7 war auch sehr lange. Ich glaube, der einzige Support, der nicht lange gehalten hat, müsste der 8er Support gewesen sein. Ja, keiner benutzt schon weg damit. Ja, das 8er, wer das gemocht hat, dem war ich auch wirklich nicht zu helfen. Also, sie haben ja dann nochmal 8.1 gebracht, um so wieder vieles ein bisschen zurückzubringen. Da habe ich dich deswegen vorgelassen, weil das Auto die Runterschaltung nicht ausgehalten hat, ne? Wow. Es ist nur halt einfach mega verblüffend gewesen, dass die eigentlich meinten, nach Windows 10 kommt nie kein weiteres System mehr. Jetzt ist 11. und die reden schon von 12. Ja, allein die Ankündigung war schon strange. Ja, zu sagen, dass 10 das letzte ist, war einfach echt. Also ich meine, die letzte Version, das ist schon eine strange Ankündigung gewesen. Da stimme ich aber vollkommen zu, dass 10 das letzte ist. Ja, deswegen habe ich mich ja auch schnell korrigiert. Die letzte Version. Das war so angesetzt, dass das... Ja, aber das war halt eine komische Ansage. Ne? Es war klar, dass es nicht klappen kann. Weil das halt eben nicht 10, sondern 10 mit dem Update, 10 mit dem Update, 10 mit dem, also alles andere 10. An sich wollten sie es bei 10 bleiben, aber mit diesen ganzen Funktionsupdates immer wieder neue Features mit reinbringen. Ja, aber das sind dann alles völlig verschiedene... Oh, das war schon letzte Runde. Das sind dann aber alles völlig verschiedene 10er-Versionen, ne? Da hast du irgendwelche Programme, die gehen mit der 10er-Version, irgendwelche Programme, die gehen nur mit der 10er-Version. Jetzt auch gleich die Version zum ändern können. Geht oben echt schneller, das ist ja unfassbar. Viper verliert da oben so viel Speed und trotzdem... Na gut. Ja. Aber dass ich dich jetzt deswegen noch gewinnen lassen habe. Nur halt jetzt Scheiße, überlegen, wenn man sich mal, wenn man überlegt, ich kann nicht auf App 11 upgraden, weil die CPU nicht dafür kompatibel ist. Ja, das finde ich irgendwie auch ein bisschen arg komisch. Das ist so ein dummes System von denen gemacht. Was also brauchen die denn für ein CPU-Feature, das ist dann quasi mit alten CPUs, oder das sind ja nicht mal alte, außer den neuesten CPUs nicht geht. Das ist schon ein bisschen arg strange. Nee, die späte siebte und ab dann eigentlich die so ab der späten siebten Generation von Intels. Na gut, okay, das ist ja dann schon eine Weile her. Aber trotzdem. Ab da ist kompatibel. Der Sieg gehört dir. Naja gut, okay, das sind doch ältere, als ich gedacht habe, die noch gehen. 1:31, the fuck. Selbstmord for the win. Oder welche war es? Nee, Folter. Das geschafft. Ich mach das Auto eh nicht. Nicht mit der Strecke. Ist warm, ich mach da mal was an. Oh Gott. Das geht ja schlimm weiter. Ja, es sind alles nur... Ja. Es wird auch nicht Vielleicht besser. Hat wenigstens einer den braunen Skin. Dann wäre der Tag gerettet, ja. Und nochmal 8 Runden.
Liebe es wie Herbstblätter auf dem Schneerieseln. Was Schnee gibt's hier nicht. Also mir schon, also Strecke, aber draußen nicht. Ja, hier riesen Herbstblätter auf meiner Schneestrecke hier. Ja. Die haben sich gut gehalten, die Bäume. Hier Schnee habe ich auch. Boah, ich hab da Bremslichter gesehen. Wer war das? Stevie? Ja, nee, Tomete. Das gibt's ja wohl nicht. Zwei blaue Fahrzeuge vor mir, ey. Ja, der Tomete kalkuliert Sicherheit ein bei dem Auto. Lass den Stein in Ruhe. Jetzt der eiert die Bremse, oder? Sag mal, der eiert schon. Der eiert rum wie so eine. Okay, wieso ein 450? Ich fall wirklich raus? Ihr habt alle so fläuliche Karren, ich bin eher so silbern. Ach komm, das ist doch nicht. Jetzt denkst du auf einmal doch ein, oder was? Ach, dieses Auto. Bin ich zu weit innen gekommen, weil jetzt auf der Kurve hat er komischerweise mal eingelenkt. Das Auto macht mich fertig. Ja, wen macht das nicht? Einmal Grip gefunden in der Kurve. Da fällt mir ein, ich habe zufällig die Woche bei YouTube was gesehen, und zwar die so und so viel, keine Ahnung, 10 besten Cheats bei Rallye, aber Rallye im echten Leben. Okay. Und Cheats im Sinne von Anführungsstrichen. Okay, ich setze mich. Danke dafür, du dummes Game. Und einer von den Cheats war, dass da eine Schneestrecke, also Schnee war angekündigt, oder war halt eben auch. Und die haben einen Beobachtungswagen, also ein Team hat einen Beobachtungswagen vorgeschickt. War es Schnee oder war es Wasser? Ich weiß überhaupt nicht mehr. Zumindest haben sie die Strecke halt aufgeräumt sozusagen. Also den Schnee weggemacht. Ach nee, genau, es war. Sie haben Salz gestreut. Sie haben Salz gestreut, dass das ganze Zeug schmilzt. Und hatten dann als einziges Autos die dafür passenden Reifen. Und alle anderen hatten halt eben die Reifen, die was angekündigt war. Und dann, die haben halt mit Minuten Vorsprung gewonnen. Ja gut. Und ja, war halt ungewöhnlich, aber legal. So wurden dann die Regeln geändert, dass man halt eben nicht so ein Streckenbesichtigungsfahrzeug vorwegschicken darf. Zumindest nicht so kurz vorm Rennen. Oh Mann, ey. Das sind aber krasse Sachen dabei. Ja. Ja gut, wenn man da jetzt einziger keine Schneereifen hat. Und dann genau, und das dann. Also am Start sind sie wohl mit Schneereifen losgefahren, damit es nicht auffällt. Sie sind auf der Strecke, unter der Zeit, angehalten, haben die Reifen gewechselt und am Ende trotzdem mit mehreren Minuten Vorsprung gewonnen. Alter, crazy shit. Ich hab das Gefühl, dein totaler Scheiß hat nicht so ganz mitgemacht, wie du wolltest. Ja. Das passiert schon mal mit diesem Gefährt. Man muss ja auch aufpassen, hier stehen über diese Eisbären am Rand, dass man nicht zu nah rankommt. Aber diese Kurven kommen jetzt schon mit diesem Auto fahren, ne? Ich glaube, die Eisbären haben keine Kollision, oder? Wie meinst du? Kannst ja mal ausprobieren. Vielleicht sterben sie hier auch. Achso, die sind ja jenseits der Strecke, die Eisbären. Da kommst du ja nicht hin. Und hier ist ja nicht so wie bei Nice, wo man auch Bäume rammen kann, die jenseits der Strecke stehen. Ja. Aber es wäre nice, wenn die Eisbären-Kollision hätten. Ja, haben sie wahrscheinlich, ne? Du kommst halt nicht hin. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das haben, weil die standen ja vorher auch nicht da. Jetzt hab ich das Problem, Kersche. Ja, ich bin ein bisschen früher eingeschlagen gewesen. Das ist so komisch, dieses Auto. Die vorigen Runden hatte ich das Vollgas ausgehalten und diese Runde. Nee, diesmal nicht. Das Auto ist eben totaler Scheiß, was soll man machen? Oh, bei mir ist jetzt aber Action gerade, ey, so ein Fehler und Stevie ist vor mir. Dann lass ihn vorbei, dann hast du es hinter dir.
Nee. In dieser Saison bist du sowieso extrem weit weg von Steam. Da muss dir irgendwie ein Rennen gefehlt haben. Ja, muss wohl, ne? Vielleicht habe ich irgendwie das eine Rennen nicht mitgebracht über den einen Renntag. Ja, mir dürfte kein Renntag fehlen. Ich habe nee, bei dir nicht. Wegen des Viruses ja nachgefahren. Nee, Gott, die sieht's gut aus. Ja gut, du fehlst aber auch generell sehr, sehr, sehr selten im Renntag. Ja, außer es ist wirklich irgendwie, wo ich die Hardware-Probleme ja hatte. Oder halt, bis auf, dass ich das nachfahren musste, halt diesen einen... Hat das mal das wieder Dirt, das eine Dirt-Fahren. Aber das habe ich halt nachgefahren, weil ja, gegen Krankheit kannst du ja nichts machen. Nee. Dass ich dann doch irgendwann mal Pech hatte und den bekommen habe, ja. Ja, muss an Argentinien gelegen haben. Ja, da wird man auch krank von der Strecke, ey, so. Ja, das hat Lauterbach nicht berechnet, ne, dass man es auch von Argentinien dort drin bekommen kann. Das ist, denke ich mal, immer noch verblüfft an der einen Stelle, wo er wieder mal ausgefallen ist, dass ich es geschafft habe, mich zu retten. Ja, das war ja auch das... Das muss echt an der geringeren Geschwindigkeit gelegen haben, anders ist das nicht zu erklären, wieso das Spiel dich da überleben gelassen hat und mich rausgeschmissen hat. Ich habe ab der Stelle ja nur noch für hart gebremst. Ja, ich auch, als meine Reifen schon in der Luft waren. Ja gut, du solltest nicht klar sein, dass das Bremsen da dann nicht mehr geht, oder? War irgendwie überraschend ineffektiv, ja. Wirklich? Ja gut, du warst ja da aber ja, auch schon auf so einem also, Podest, also ich habe das aus Trackmania gelernt, dass das, ne? Ja, da geht das. Da kannst du auch nur Luft bremsen. Ja gut, die Trackmania-Physik ist aber auch, also die hat spaßig. Was. Ist aber spaßig, muss man so sagen. Ja, das meine ich ja, also die hat auf jeden Fall was. Vor allem, weil ja jedes Gebiet seine eigene Physik hat, das finde ich halt so cool. Gibt nur ein Gebiet. Meine ich ja bei dem coolen Trackmania. Ah. Da kann man nicht mal richtig fliegen. Ja, wie konnte mich das Neue noch nicht so vom Anschauen zumindest bisher überzeugen? Aber vielleicht ja, würde ich schon. Also ich würde es gerne spielen, wenn ich es könnte. Wie könnte? Ja, ich krieg dieses Epic-Ding da, oder wie das da heißt, das krieg ich ja nicht zum Laufen. Hä? Vielleicht braucht das Windows 10. Ja, ich da schon nur noch Windows 10, kann ja sein. Installieren geht nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es ging halt nicht, ne? Du warst doch mehr oder weniger dabei. Ja, vielleicht braucht das tatsächlich Windows 10. Vielleicht ist da dann schon sogar nur noch Windows 10 Support. Dann wird das aber direkt da sagen, du hast kein Windows 10, darum geht nicht. Dann wäre es auch klar, dass das so ist. Na, sind wir nicht sicher. Doch, doch. Anscheinend, dass dann 1000 Support-Anfragen kommen, warum geht denn das nicht? Dann lieber gleich reinschreiben. Ich habe ja mal auf der Page geguckt, ob die da irgendwelche Anforderungen haben. Aber nö, wenn du noch Anforderungen suchst, schmeißt du dir irgendein Spiel rein. Kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich dabei war, als du es versucht hast. Doch, das hat wir irgendwann bei dem Renntag gemacht, da wollten wir das doch spielen und das ging dann nicht. Was passierte denn? Ich meine, Fehlermeldung oder was? Ja, irgendwas war da dann. Ich weiß jetzt selber nicht mehr genau, was in der Fehlermeldung stand. Ey, in der 7. Runde kommt Stevie nach vorne, das ist doch nichts möglich. Ja, du hast die Wand berührt. Und mich verwundert bei deiner Fahrweise eine Sache, die frage ich dich gleich erst. Und zwar bei der einen Abkürzung, du drückst einmal die Bremse. Ja, weil es ein TS50 ist. Aber anscheinend braucht er es nicht. Puh, das ist aber gut gegangen. Da ist gibt es Menschen, die beim Start Zielberg bremsen? Aber danach wegen der Kurve. Nee, braucht man nicht.
Also Rollen. Doch, doch, Mann! Weiß ich nicht. Also Rollen finde ich irgendwie viel stabiler, im Sinne von viel reproduzierbarer. Nicht mal, ich fahre da konstant Vollgas. Ja, das nee, wenn ich die Vollgas fahre, knall ich dagegen, fress mich fest und muss mich hier setzen. Und ich Kirsch auch. Und Kirsch hat noch ein, konnte das Gas wieder noch weiter durchdrücken. Nee, ich bin vom Gas vom Sprung. Also es kann schon sein, dass das irgendwie möglich ist, aber nicht immer so schlecht ist wie Stevie oder ich. Das wir müssen da bremsen, sonst klappt es. Ich weiß nicht, ob Bremsen das Bessere ist. Oh, nein, lass den Stein Ruhe. Bringt halt eben auch Unruhe ins Auto. Ah, ich hätte Stevie eben überholt, aber er hat mir die Sicht versperrt. Aber ich wollte zu... ein bisschen zu viel geschlenkert, dass du nach vorne gekommen warst. Aber es ist auch mal unterschiedlich, ob ich da durchkomme, ne? Manchmal komme ich fast schlenkerfrei durch, trotz Vollgas. Aber wenn ich die Linie nicht richtig treffe, ja... Ja, du kannst halt eben auch crashen oder ganz komisch driften, deswegen dachte ich mir, ich mach da lieber auch vorsichtig. Was dir letztendlich den Sieg jetzt beschert, so eine Scheiße aber auch. Oh, letzte Runde. Ja, in der letzten Runde überholst du immer, das ist doch scheiße. Ausgezeichnet. Nee, scheiße. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, nee, Stevie kriege ich nicht mehr. Das sagt man noch nicht. Wir können auch ohne Probleme Fehler passieren, so wie die Wand hier. Ja, noch bis zu vorne. Das weißt du ja nicht, du kannst ja nicht spectaten. Doch, ich meine spectaten nicht, aber ich sehe ja die Tabelle. Und Tabelle sagt, Stevie vorne. Sagt allerdings nicht, wie viel vorne. Da ich die Abkürzung hier mit Vollgas fahre und so Meter da Minimum einmal bremst, war es diesmal habe ich nicht gebremst. Aber ich bin trotzdem Letzter geworden. Du hast gewonnen! Das ist so eine Schwein... Okay. Deine Rundenzeiten, da komme ich nicht mehr hin, Kirsche. Irgendwie bist du besser geworden. Die siebte war aber auch die einzige, alle anderen waren auch nur 21. So, jetzt kommt drei Meter in der letzte, bei mir egal, was passiert. Irgendwie bist du besser in dem Spiel geworden, noch besser als ohnehin schon. Tja, wir trainieren jeden Samstag. Nochmal? Nein. Ich hab hier... einen Bug. Muss auch mal wieder samstags mitfahren, jeden Samstag üben hilft. Oh, bei was? HP2. Das kann man ja sogar noch mitmachen, weil da nutzen sie ja kein Instant Steering. Naja, wäre bei dem Spiel auch nicht sinnvoll. Jeden Tag 20-30. Also jeden Tag, jede Woche. Oh Gott. Wir müssen warten, bis wieder das Auto auftaucht, weil das Tool hängt. Wir sind dem zu schnell. Wir müssen die 2 Stunden 6 Minuten einhalten. Ei, jetzt hat das gecancelt, okay. Wir müssen 2 Stunden 6 Minuten echt abwarten. Dann muss ich Namreuses wieder auf 1 setzen und Reset. Sagt Bescheid, wenn er durchgeladen hat. Nein, das ist auf jeden Fall die falsche Strecke. Das ist zu erwarten gewesen. Jetzt kommt dreimal Tropen. Tomete freut sich bestimmt. Er denkt sich so, So, und jetzt wird die richtige kommen. Das muss sein. Chatter, stimmt. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. So. Oh, Bacchetta ist so scheiße. Das Ding ist richtig Mist, ja. Soll ich mal kurz gucken, ob der Profiler geht? Ja, geht er. Ja, ich muss noch auf Tomete warten, bis er mal gewählt hat. Danke. Ja, der kotzt wahrscheinlich, weil es dreimal Tropen ist. Es ist dreimal Tropen. Ja. Nach Tropical Sunset kommt Palm City, 8 Runden und dann allen Ausgriffs 5 Runden. Mit einem Bacchetta, stell dir das vor. Nee, die anderen Autos sind besser. Also netter zu fahren zumindest. Dann doch auch irgendwann mal den Voxel, ne? Ich weiß ja, genau, wann. Genau. Ja, den haben wir gleich auf Palm City Island. Ja. Der ist zwar langsam, aber nicht so fahren. Auf der langen Strecke? Ja, darum geht der Renntrack hier so lang. Hilfe! Ah, gut gegangen. Gott,
aber riskant mit dem Ding hier da so rüber zu jumpen. Holy shit. Hat er kaum überlebt. Oh, wieso denn auch noch auf der langen Strecke den Voxel? Darum geht der Rennschlag jetzt so lang. 8 Runden Palm City mit Voxel. Was war das denn? Das wüsste ich auch gern. Hast du ja auch so gedacht, Überschlag ist geil, oder? Ja, ich musste improvisieren. Nein, mein Auto weitet sich überschlagen zu müssen. Das war nicht einverstanden, wenn ich auf der Hochstrecke nicht letzter bin. Das musste sich ändern. Ich habe mich nicht getraut, rechts abzubiegen mit der Geschwindigkeit und diesem Auto. Ich musste da improvisieren. Ich hatte Angst. Muss ja, ich zugeben. Das macht wahrscheinlich Sinn mit dem Auto. Oh. Immer wieder witzig auf dieser Abkürzung, wie sich der Boden hier so anhört, als würde man über Boden, über Planken fahren. Steine, ja. Und dabei sind Steine unter dir, aber ist okay. Hä? Kann ich mich gar nicht erinnern. Oder ich habe die Effekte dafür zu leise. Oh, fuck, Alter. Nein. Oh, Mann. Warum tut dieses Dreckskahn mir das an? Was ist passiert? Ach, der hat sich völlig aufgegabelt, deine Abkürzung. Bei mir auch, wie üblich. Ich bin ein bisschen zu weit rechts gewesen und das war das für das Auto natürlich schon wieder der Todesstoß. Nicht die Wand, geh von der Wand, danke. Entweder fährst du mit diesem Auto perfekt oder das Auto sagt, Aufgabelung und bumm, bam, bam. Ne, ich glaube perfekt fährt man hiermit nicht. Ja, was für dieses Auto nun mal perfekt bedeutet. Aber auch das wäre schon High Risk. Ja, aber auch, das muss ja irgendwie möglich sein, weil irgendeine Fahrmöglichkeit ist halt die beste des Autos. Ja, das ist schon richtig, aber es ist halt auch wenn immer High Risk. Oh, scheiße ist, aber... Genau. Na, scheiße ist. Verstehe. Mann, ich wollte mit Cash fighten, diesmal war das möglich und jetzt... Ja, jetzt ist die Karre wieder auf hier. Und verrückt werden. Ich muss echt bei... Wow. Nicht so weit raus! Oh, Alter! Ich bremse rutsch, patz, patz! Macht Spaß zu sein, also hier drin immer. Also die Karre liebt trotz Bremsen gerne wegzurutschen, ne? Ja, es ist auch nicht jetzt. Ja, die lenkt halt nicht gerne. Und nein, macht auch sonst nicht gerne. Geh von der Wand weg! Mann! Ich lenke das Lenkrad schon voll nach rechts, aber es ist gefühlt, ich hätte das Lenkrad nur auf dem Boden. Ja, da wo diese Sitzbänke gedreht, so. Sind. Ich hab gebremst, aber der meinte trotzdem gegen den Pfeiler da zu fahren. Ja, du musst da auf 180 runter, weil sonst untersteuert, ja. Mit dem Auto bin ich durchgehend auf 180. Ist auch sicherer. Ja. Ja. Eine Geschwindigkeit? Ja, eben, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht nur die eine 180. Ja, okay, ich hatte es nicht kapiert. Ja, ich schon, deswegen. Also sowohl als auch, weil 180 ist ja auch so ein bisschen die Lieblingsgeschwindigkeit dieses Autos, ne? Auf Grad. Ja, das haben sie sich wahrscheinlich schon so ein bisschen so gedacht. Also das kann kein Zufall sein. Schlägt diese Karre auf! Und das steuert halt mehr als der F1, ne? Was willst du machen? Die Karre löschen aus dem System. Aber da Dennis ja immer noch Jahre braucht, bis die Karren mal endlich austauschbar sind. Jetzt schon austauschbar, prinzipiell nur. Naja, los wirst du ja trotzdem, ne? Batz! Ich bremse, mag kein Einlenken. Mhm. Aber Stevie hat schon recht, es wäre schon geil, wenn wir die hätten, keine Frage. Ja, aber das will Dennis ja auch schon seit wie langem nicht mal ansetzen. Ich weiß auch nicht, warum das so lange noch braucht. Mann! Ja, was ich fehlt heißt, denn noch? Ich weiß nicht EA, der das rausrascht. Ich will, dass das gut ist.
Aber das Hauptproblem war, dass ich auf Meteor lange gewartet habe im WNE, nur weil ich hab den jetzt. Aber du hast doch jetzt alles, oder nicht? Nee, von Meteor, den Veneno immer noch nicht, aber ist mir jetzt egal, ich mach den jetzt selber fertig. Hast du die mal vielleicht mal wieder angeschrieben oder dachtest du dir so, nö? Sicher. Also nicht. Jetzt haben wir den Voxel. Nee! Was denn? Der fährt sich doch gut. Er ist zwar nicht schnell, aber er fährt sich gut. Aber auf der langen Strecke. Das ist doch egal. Lieber ein Auto, was langsam, aber dafür sich gut fährt, als eins, was ein bisschen schneller ist. Der Budgetta, und dafür sich scheiße fährt. Ja. Ja, aber ja, wir sind jetzt bestimmt trotzdem eine halbe Stunde unterwegs oder länger. Das wird der Safe so lange gehen. Ja, natürlich. Ja, das kann schon eine Weile dauern, das ist richtig. Das macht nichts. Ich hoffe, ihr habt nichts vor. Ein Wunder, zum Mädchen meinst du mal eben nicht kurz noch auf Klo zu müssen? Ja, ich muss nicht und das macht mir Angst. Angst, okay. Jetzt gleich so in der 6. Runde. Fuck, ich muss mal, können wir mal pausieren? Genau das war, was ich befürchtet habe. Ein Genuss im Vergleich zu den anderen. Ich hab der Karre gerade nichts zugetraut. Ich hab viel zu stark gebremst für die Stelle. Ja. Ich hab der Karre nichts zugetraut. Ist halt kein Bacchetta. Ja eben, es ist kein Bacchetta. Oder Bacchetta, wie auch immer man das spricht. Ich bin in den Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir können ja den einen YouTube-Kanal fragen, der meint, dass Jalapenos Giuseppe Joes heißt. Oder wir haben Gyrus oder Tzakski. Ach, dieser eine Kanal, der das doch veräppelt, wie man doch was richtig ausspricht. So, ach so, der, ja, jetzt. Ja, mit Jalapen-Joes und Gyrus und so, ne? Gucken, was der da sagen würde. Oh Gott, was scheiße gebaut hier. Willst du hier, hau ab. Wie die im Weg rumstehen. Das tust du auch sehr gut schon wieder. Selbstmordabkürzung 8-mal. Holy shit. Zumindest setzt es mich auf Platz 1, also. Boah, mit dem kriegt man sogar diese Kurve Vollgas. Ich trau der Karre kaum zu. Ich geh manchmal leicht vom Gas, ey. Ja, das ist prinzipiell auch nicht die schlechteste Idee. Leicht Vollgas. Nur leichtes Vollgas. Ja. Ich dachte volles Vollgas. Ach, was mir gerade jetzt so einfällt, ist eigentlich das neue Overkill-Album jetzt schon beim TRR-Radio bei, oder? Nee, aber ich lade das heute hoch. Ich habe heute aber auch einige Songs auf Lager, nicht nur das. Kriegt das Radio mal endlich mal wieder ein Update, ja? Ja. Achso, ist eine neue Doom-Version rausgekommen, brauchst du neue Songs, ja? Das Daisy-Lied ist ja noch kein neues Doom gekommen, also muss erstmal neues Doom kommen. Das Daisy-Lied hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, es wachsen ja auch die Menge der Songs irgendwann. Ja, das kam von Anfang an recht häufig, also doch richtig wenig. Wenn man mal überlegt, dass das Radio fast nur Doom beinhaltet, mal. Ja, aber den Daisy-Song, den hatten wir ja eigentlich nur einmal und selbst wenn wir mehrfach gehabt hätten, es wäre trotzdem immer dasselbe gewesen. Nee, der ist schon mehrfach dran wegen den Remixes, die es ja noch gibt. Deswegen war auch Doom so häufig immer, weil die Menge hat es eben ausgemacht wegen ganzen Remixes und so. Das war das Problem. Aber wenn man mehr Musik draufpackt, dann wird das Problem halt mal dünner. Was ich halt interessant finde, ist, wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie viel Rammstein du hast, aber es ist selten mal Rammstein. Dafür sehr oft mal im Motor Jesus. Ja, Rammstein. Ja, es ist auch viel mehr Motor Jesus als Rammstein drin. Ja, gut, das ist noch ein anderes Thema halt. Rammstein sind nur 10 Lieder oder so. Motor Jesus ist alles drauf. Weil Motor Jesus passt einfach so gut zu Racing.
Ich glaube, es gibt keine Welt, die besser zu Racing passt. Weil, zumal die Lyrics ja sogar zu Racing gemacht sind. Also von daher, ja, besser geht's ja nicht, ne? Weißt du, wenn du willst, kannst du ja die Band reinschieben, die für den ESC für Deutschland ist. Meinst du Lord of the Lost, oder? Ja, keine Ahnung. Noch nie wirklich von denen was gehört. Oh, das also, kenne ich schon ganz schön lange eigentlich. Doch, die Bands kennt man, ja. Also Lord of the Lost, die kenne ich bestimmt schon 10, 12 Jahre oder länger. Ja, und die treten ja jetzt für den ESC diesen Jahres an. Aber es ist schon genial, wie dieses Auto sich schneller anfühlt als der Ferrari Bacchetta. Ja. Einfach nur, weil der die Kurven bekommt. Kann das sein, dass du die ganze Zeit hinter mir klebst? Ja, ne? Jupp. Das tut zum Meter auch bei mir. Ich bin so schlecht in den Schrauben. Nicht umkippen. Dann klebt er mir am Arsch. Ich bin leider gekippt. Oh. Ja, ganz ehrlich, wir fahren so einen scheiß Opel hier oder Wurzel. Wurzel. Gehört aber auch dazu. Ey, nee! Das ist ein geiler Song gerade. Aber ich vergaß, ja, klebe ich an der Wand, muss ich mich ja immer genau in die richtige Wand drehen. Ist ja immer so. Oh ja, schöner Song. So open. Ich weiß nicht, warum es unbedingt nochmal extra Voxel gibt, dass eigentlich die gleichen Karren herstellt wie Opel, aber... Es gibt auch Ruf und Porsche. Ja, aber da gibt es, glaube ich, einen Unterschied. Also die sehen zwar sehr ähnlich aus, aber... Aber ich glaube, zwischen Vauxhall und Opel ist null Unterschied, glaube ich. Ja, das meine ich ja, bei Ruf und Porsche, da ist nochmal ein Unterschied. Ist also okay. Ruf ist, ich glaube, Ruf ist nochmal die noch luxuriösere Variante, oder wie man das ausspricht. Okay. Ich habe doch nie was aber von Ruf gehört. Aber ich bin mir da nicht sicher, also ohne Gewehr. Gibt es das in Spielen oder in echt oder in beidem, oder? Ja, Ruf gibt's doch in echt. Das ist vielleicht einfach ein Tuner, so wie AMD oder nein, sowas? Nein, Ruf gibt es wirklich. Aber ob die auch einen guten Ruf haben? Ja, aber machen die eigene Autos oder tunen die nur Porsche-Autos? Tuning nicht. Du ganz sicher bin ich wieder normale Porsche-ähnliche Autos. Also optisch empfinde ich die sehr identisch zu Porsche, muss ich sagen. Ja, aber die Specs, die sind ein bisschen anders. Achso, fährt ein Kammer weniger. Komisch, ist das zwischen dem Vauxhall und dem Opel hier nicht auch ein bisschen? Ja, da ist zwar ein Unterschied, aber ich glaube, der ist in Wirklichkeit nicht da. Naja, hier macht es vielleicht 1-2 km Unterschied, mehr macht das hier auch nicht aus. Also bei dem Vauxhall und Speedster Unterschied jetzt. Aber trotzdem ist der Speedster schneller in diesem Spiel. Es ist nicht viel, aber es ist eben das kleine bisschen. Ja, und was wollte das random Scheißding da? Voxel. Hätte auch die Ibis sein können. Aber dafür kannst du richtig entspannt der Musik lauschen. So chillig, wie das jetzt hier ist. Ja, passt ja. Du willst, dass ich einschlafe, oder was? Wenn man das schon im YouTube-Video sieht, Steven ist beim Fahren eingepennt. Aber zumindest ist nicht ausgerastet. Beim Bacchetta rastet man ja aus, ne? Da bist nein, du wach. Gar nicht. Wie bist du da nur drauf gekommen, dass ich das tun würde? Beim Bacchetta ist es aber auch absolut nachvollziehbar, ne? Also. Witzigerweise bin ich bei der Stelle, wo man ja ausrasten könnte, aber ich weiß nicht, ob man das tun würde. Nee, ich liebe das Gang runter schon. Nee, nein, bleib hier. Bei Reifen hat nicht so viel Grip wie hier, hat sich festgestellt. Nicht? Nee. Ja, ungefähr die Hälfte. Ich dachte, das ist die neue Meta. Na, vielleicht wenn die Linken total abgenutzt sind, dann vielleicht schon, ne? Dann kannst du die Rechten... Naja, wer weiß. Oh, jetzt gibt's Bass auf die Ohren. Ja,
gibt es. Der einzige Vorteil, zwei Reifen in der Luft zu haben, ist der, dass sie leicht reparieren kann. Nein! Ich hab 0 km/h-Bug, danke Spiel. Ach, sehr gut. Ja, das kann am Palm City passieren, ja. Aber doch nicht da! Ja, das hier ist ungewöhnlich, ja. Keine Ahnung, wo das war, weil wir sehen euch sowieso auf Alter, bei den Palmen-Abkürzungen, also wo man so ganz hart rechts abkürzt über den Rasen, so richtig heftig. Wo auch die Palme dir gefährlich werden kann, wenn du untersteuerst. Oh, come on, Spiel! Du machst das momentan ein bisschen häufiger als sonst, habe ich das Gefühl. Und das stinkt mir. Dann stinkt die Duschen. Ich hatte das sonst nicht so oft. Kein EA-Spiel kann bugfrei sein, ne? Ja, wahrscheinlich kann kein Spiel bugfrei sein. Doch, das gibt es. Das na. Gibt es. Also bei Doom 1 und 2 da. Die sind komplett bugfrei, jo. Quack 3 Arena hat auch nicht einen einzigen Bug, alle ist komplett bugfrei. Was ich sagen kann, Doom 2016 ist nicht bugfrei. Nee, das nicht, aber Doom 1 und 2, die sind, also die waren ihrer Zeit ja, perfekt. Aber da kannst du wirklich nicht sagen. Aber die Bugs hast du wirklich wegen Reset ausgelöst, weil ich hatte diesen Bug wirklich nie, komplett bedenke nie. Bedenke aber, dass du nicht auf OpenGL gespielt hast, sondern auf Vulkan. Ja, ich glaube, dass da der Hauptursache die zwei Injektoren waren. OBS als auch Reset zusammen, das ist immer blöd. Den weirdesten Bug, ich hatte keine Waffen-Icons. Ja, das war wie zensiert. Ja, das ist ein Rendering-Bug gewesen und das kann schon mal durch solchen Injektoren passieren. Ich glaube, sowas in der Art hatte ich damals auch, als ich zum ersten Mal das High-Resolution-Pack für Duke Nukem 3D installiert hatte. High-Resolution-Pack? Ja. Das ist geil. Das ist gut. Mit Duke Plus zusammen. Also am Anfang fand ich das noch kacke, aber da kann man sich wirklich gut dran gewöhnen. Ja, also das ist geil, vor allem mit den die Models, die sehen wirklich authentisch zu den Sprites aus, was ich bei den Doom-Monstern bei keinem 3D-Model-Pack behaupten ja, konnte. Die 3D-Modelle, die es für Doom gibt, also gut, ich habe da jetzt ewig nach nichts mehr geguckt, bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr nachgeguckt, was es damals gab. Ja, das war so derartig zum Kotzen. Ja. Tomate fragt nicht, ich weiß es, ich glaub das selber nicht. Oh, der war ob gut. Ob ich ein bisschen zu nah die Wand da berührt habe und das dadurch passiert ist, oder ob ich da leicht 0er-Bug bekommen habe, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich vielleicht die Hitbox der Wand ein bisschen unterschätzt habe. Und da das Spiel wollte unbedingt, dass du näher rankommst. Vielleicht willst du mir ja auch mal was gönnen. Ja, aber das High Resolution Pack für Duke Nukem 3D, das ist echt in Ordnung, also. Das ist richtig gut, ja. Weil die das hinbekommen haben, dass die 3D-Modelle wirklich authentisch in den Sprites aussehen. Das hat mir echt gefallen und die Features sind ja auch richtig geil. Und mit Duke Plus zusammen ja sowieso. Und was mit Duke Plus? Duke Plus hat ja dann auch noch den erhöhten Gore und sowas, also. Naja, mit Duke Plus, da wird das Spiel noch um einige Features erweitert und auch die Gegner-KI hat mehr Möglichkeiten und so, das ist schon cool. Da habe ich alles komplett verpasst, okay. Zum Beispiel die Pickups können auch Granaten werfen, meine ich. Granaten, ja, ich glaube Tränengasgranaten waren das, glaube ich, ne? Naja, irgendwie sowas. Stimmt, Granaten konnten sie, glaube ich, sowieso, oder? Nee. Shotgun nur. Nur Shotgun vor, ja. Typ Plus ist schon super. Ja, ich hab's ewig nicht mehr Vanilla gespielt und wahrscheinlich werde ich es auch nie wieder tun. Ja, ich hab's ewig nicht mehr gespielt, egal in welcher Version. Und wahrscheinlich werde ich es auch nicht mehr tun, aber... Ich hab's noch nie gespielt. What? Ja, dann wirst du's tun, dann hast du's ja auch vor dir. Er hätte noch nicht mal Doomsday gespielt, also das erste. Das existiert ja nicht mehr auf dem Kanal. Naja gut, zu Ende spielen ist dann schon eine ganze Menge, aber...
Nee, Episode 2 war. Lang ist das jetzt aber wirklich nicht, also. Also wenn du dich ranhältst, kannst du Doom 1 in 3 Stunden durchspielen, glaube ich. Ja, wenn du die Level kennst. Und man vielleicht auch gut in sowas ist. Wolltest bei Doom 1 ja die Monster nicht boxen? Bei Doom 2016 hast du es ja dann doch mal gemacht, glaube ich. Wieso boxen denn die Kettensäge? Wozu brauchst du die Kettensäge, wenn du den Berserk-Pack hast? Ja, wenn du einen hast, aber Stevie übersieht dir doch bestimmt. Hatte Stevie gehabt, aber da wollte er das Berserk-Pack ja nicht nutzen, hat sich gewundert, dass er keinen Munition mehr hat. Der Beste ist ja noch in einem dieser Parts. Ich sag mir so, ich will diese eine Sache nicht zerstören und keine Mordorte, damit die da nicht spawnen. Ich sammle was ein, ich so, okay, jetzt mach ich's doch. Tja, gut geplant, schlecht durchgeführt. Nein, wenn ich was einsammle, wo ich mir dann denke, okay, jetzt doch. Ne? Ja, aber Duke Nukem 3D, also das würde ich dir empfehlen, das auch mal auszuprobieren, das ist richtig geil, das Spiel. Ja, sehr empfehlenswert. Ja, das ist echt gut, ja. Sehr lustig. Dann halt am besten noch mit Duke Plus und wenn du jetzt High Resolution Pack und Polymer-Renderer, das... Jo. Ja, der Polymer-Renderer müsste jetzt ja schnell genug sein, auf meinem damaligen Rechner hatte ich jetzt zu wenig FPS leider gehabt. Aber mit der aktuellen Hardware sollte das laufen. Ja gut, das ist 10 Jahre oder so her. Genau, das ist ja schon ein... Deswegen wäre es eigentlich ja nochmal eine Idee, das nochmal anzugucken, ne? Ja, so Replay oder so, ja. Na, das ist zu zeitintensiv, ich brauche eh zu lange für mal all meine Sachen, aber vielleicht privat nochmal angucken oder so. Das habe ich ja für Need for Speed Most Wanted damals gemacht. Eine verbesserte Let's Play-Version davon. Weil ich damals ja noch mit meiner 450 GTS gespielt habe. Wann kommt dein 0-Kammer-Bug-Cash, damit das ausgeglichen ist? Ja, ich hatte ja schon in der Abkürzung einen Rollover. Gut, kein Bug, aber... Fehler ist aber weniger unfair als ein Bug, für den man nichts kann. Das ist richtig, ja. Ach, ist ja kein Fahrfehler. Ist einen schlechten Punkt getroffen. Ja. Kein Fahrfehler, das ist auch gut. Naja, 0 km/h Bug musst du auch einfach den bösen Punkt nicht treffen. Ja, aber wenn ich da nochmal drüber fahre, dann komme ich da dran vorbei. Nee, glaube ich nicht. Wenn du genau den gleichen Winkel, Geschwindigkeit, alles machst, dann passiert es wieder, schätze ich. Würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das wirklich so ist oder ob das irgendwie durch was anderem passiert. Das wäre echt mal interessant tatsächlich. Was ja noch geil wäre, wäre jetzt sowas wie das High Resolution Pack, wenn es das für Blood oder so gäbe. Ja, für Blood habe ich ja N-Blood schon. Ja, aber da ist ja auch nicht die verbesserten Texturen und so. Ja, aber dadurch, dass die Auflösung alles so viel schöner ist, ist das ja schon. Trotzdem eine Aufwertung, das ist ja immens, ne? Das ist richtig, ja. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Aber hey, Dennis freut sich ja jetzt. Nee, sagt ja zu meinem jetzigen Let's Play, jetzt passen die Frames. Ja. Für Shadowrunner gibt's hier, glaube ich, sogar was, aber da ist es genauso scheiße wie bei Doom. Jetzt, wo du deinen Reset-Kram weg hast, das sind die FPS gut. Komisch, oder? Ich bin ja auch von OpenGL runter. Nur mal so. Jo. Ich wundert ehrlich gesagt, dass das überhaupt auf OpenGL läuft. Aber und das, und das haben sie zuerst. Sie haben zuerst in OpenGL gebracht und Vulkan nachgepatcht. Das habe ich mal nachgeguckt. Und ich. Vulkan war nicht von vornherein in Doom drin. Und ich wäre nicht überrascht, wenn das jetzt ohne Reset bei dir bugfrei läuft, Stevie. Weil das Spiel haben sie erst wirklich in OpenGL gemacht und irgendwann Vulkan reingepatcht. Und deswegen kannst du es halt auch auf zwei Arten haben. Ja, wobei Vulkan wirklich besser läuft. Eternal soll wohl nur Vulkan exklusiv sein. Naja, das ist nur Vulkan. Hat gar nichts anderes. Das ist richtig. Wenn man zu viel Langeweile auf der Maßnahme hat, liest man sich ein paar Sachen halt auch mal gerne durch, ne? Und
Wenn es auch nur um die Vulkan-API geht. Und die Turtle kann sogar Raytracing. Ja, gut. Ja, willst du mir dann mal eben eine RTX-Karte geben, damit ich Raytracing habe? Oder? Wieso nur eine, denn noch mehrere? Ist doch schneller. Ich meine, ich habe die 1080, die kann kein Raytracing. Ist auch besser so, weil die was leistungsmäßig eh nicht stemmen können. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Eternal bei mir funktionieren wird, stabil, also flüssig. Also du bist safe, jetzt auf einmal vorbeigekommen, Piers, das verstehe ich, ne? Safe auf Schwung genommen. Safe auf höchste Grafik würde ich das, würde ich Eternal nicht bringen können. Nee, das glaube ich auch nicht. Gut, ohne Raytracing, ich denke mal, High wirst du wohl hinkriegen, weil du bei dir ist doch die Auflösung weniger. Das muss nicht unbedingt. Aber ja, wie aber gesagt, aktuell hänge ich noch in Doom drin, 2016. Gerade mal Part 7 ist erst erschienen, also Level 7 durch. Das dauert wohl noch ein bisschen. Und ich denke mir auch immer noch so von Gegner zu Gegner, what the fuck, was kommt denn da noch alles? Da kommen noch richtig geniale Dinge auf dich zu. Ja, Doom hatte schon immer geniale Gegner, ey, so. Ja, nur ist krass, dass von Level zu Level immer mehr kommen und du irgendwann dann so denkst, ja, gut. Ich freue mich schon, wenn du gegen den ersten Boss kämpfen musst. dann bin ich tot. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, aber Doom hatte schon immer die geilsten Gegner gehabt, die es im Shooter gibt, ey, so. Da kann kein Spiel auch beim geringsten Ansatz mithalten. Nein! Aber die Idee, Doom immer Level bleib zu hinter mir. So Level zu Level aufzunehmen und die Level auch in einzelne Parts zu war halten. War eine schlimme Idee, die Level werden nämlich wirklich länger. Bis jetzt geht's noch. Ja gut, wenn du alles überspringst, klar. Ich mein, das kommt, wenn auch nur einmal in der Woche. Wenn dann mal der Part mal auch so um die 2 Stunden geht, meine Fresse. So, ich habe keinen Slot sonst zu Doom. Doom war auch eigentlich niemals wirklich als Let's Play geplant. Ja, was hast du erwartet, wenn du das bringst, dass ich dann sage, nee, lass es liegen? Ich wollte es anspielen, weil ich mir gesagt habe, ich habe so viele Spiele, die ich noch nie gespielt habe, die ich mal alle anspielen wollen würde. Alter Kirsche, bleib mal hier mit deiner Karre. Und dann sagt Dennis, oh nee, komm, bring's weiter. Und dann wird das im angespielten Let's Play, was jetzt aktuell immer nur sonntags um 15 Uhr kommt, weil ich keinen Slot dafür habe. Eigentlich. Aber hast du irgendwas anderes erwartet, das als diese Reaktion? Ich glaube, ohne dich darauf hinzuweisen, wäre dir sowieso nicht aufgefallen, dass du erschienen bist. Ich glaube nicht, dass du aktiv meinen Kanal verfolgst. Naja, durch den Renntag-Videos wäre es aber aufgefallen. Die Renntagsvideos kommen mittwochs. Ja, aber das sieht man ja trotzdem noch auf deinem Kanal. Also wenn das nur einmal in die Woche kommt, dann ist es ja nicht sofort vertrieben von der Übersicht. Was ich tatsächlich noch nie gespielt habe, ist hier, wie heißt es, Blakestone. Macht mir gar nichts. Ich habe auch Shadow Warrior noch nicht gespielt, also nicht selber, nur angeguckt bei Jonas. Ja, Shadow Warrior ist gut, also. Aber Jonas hatte da ziemlich viele Bugs bei seinem Remaster, was weiß ich, was er da hatte, das war wohl ziemlich verbuggt, war er gar nicht happy mit. Ja, ich spiele Shadow Warrior auch auf der DOS-Box immer noch, also. Die Blakestone, das ist im Prinzip ein Wolfenstein 3D-Klon. Also jetzt ist aber auch wirklich mal langsam mal Zeit, dass du hier den 0,8-Bug kriegst, Kirsche, ne? Wer ist hier ganz verbunden, wenn er den bei bekäme? Ja, wieso bekommt ihr den eigentlich nicht? Genau, Stevie und so, ihr bekommt nie den 0,8-Bug, was da denn los? Ja, der ist aber auch super ungewöhnlich an der Stelle. Ich bin mir vorhin nicht sicher, was ich da bekommen habe. Weil, ob ich einfach nur die Hitbox seinen Band da ein bisschen unterschätzt habe. Vermutlich. Keine Ahnung, wirst du ja Mittwoch sehen. Gut gegangen. Wie gesagt, du sagst, ich hab Hoffnung und dann sagst du gut gegangen. Wie
gesagt, nur wegen YouTube habe ich den Renntag von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Und heutzutage, wenn ich am Montag das Video hochlade, ist es schon teils Montagabend schon durchverarbeitet. Jo, ist es auch. Und ich habe... Oh, Rammstein. Ja, zum Thema Rammstein. Es ist nur halt witzig, weil ich wegen dieser Chose-Zeit und deren Verarbeitung wirklich einen Tag verschoben habe. Weil ich das eine Zeit lang sogar hatte, wenn ich Dienstag den Part veröffentlicht hatte, die nur 1080p hattest. Ja, das ist scheiße, ja. Deswegen habe ich das ja dann verschoben. Dass YouTube jetzt plötzlich wieder schneller in der Verarbeitung ist, dass ich sogar wieder auf Dienstag stellen könnte, sehe ich jetzt nicht ein. Die müssen eine Menge Grafikkarten und so CPUs gekauft haben. Komm wieder an dir ran, Kersch. Ja, lass das mal. Apropos Rammstein, Stevie Rammeinstein. Oh Gott! Alter. Ich hab mal bezüglich Rammstein übrigens, es kommt ja die Anniversary-Version, Edition. Die hier, Spiel mit mir, ist komplett überarbeitet worden. Das heißt, fängt zu Karl anders, oder wie? Weiß ich nicht. Jedenfalls steht das da, aber steht das da, dass die wohl komplett überarbeitet wurde. Alles ist ja ein bisschen angepasst, aber das Lied ist so sehr überarbeitet worden. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ja, vielleicht neue Effekte drin oder so, keine Ahnung. Also an sich ist keins der Lieder neu eingesungen worden, sondern einfach nur mal auf die heutige Zeit angepasst mit den Sounds und so. Okay. Ich gesagt, ich muss auch häufig sagen, wenn da irgendwas remastered heißt oder so bei Musik, ich merke da häufig nicht den Unterschied. Ich höre auch keinen Unterschied bei Herzeleid. Und das, was Dennis da meinte, sind auch, steck mal Herzeleid, wird gleich das gleiche Thema abbekommen haben wie Sehnsucht jetzt. Herzeleid klingt tatsächlich besser auf der Remastered, ja. Aber wie gesagt, Sehnsucht kommt ja jetzt zu. Wie gesagt, ein Lied ist halt komplett angepasst, bei den anderen nur so, ja, ne, auf der heutigen Sachen halt. Ich gehe jetzt nicht davon auf seine Stimme oder was er war. Das Herzeleid Remaster mochte ich wirklich spielen, das klingt echt besser. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube im Juni von Sehnsucht? Die Anniversary, ich glaube ja. Was ich dann wieder nur auf Spotify hören werde, weil ich mir das Album nicht kaufen werde. Ja, reicht doch auch. Auf Tidal habe ich das ja lostless. Freu dich. Ich könnte ja auch sagen, lad mir jeden einzelnen Track hier halt hoch, aber das wäre, glaube ich, nicht Sinn und Zweck davon. Ach, so scheiße. Oh, diese Untersteuerung an dieser Kurve. Ich Sehnsucht selber auf Platte eigentlich habe. Also auf der Festplatte. Ich kannst du ja von Zeit runterladen, das ist auch ein Flak. Da kein Problem. Habt ihr gehört, Leute, hier alle auf YouTube, er ist so fies. Entschuldige. Ich hab mit Absicht nichts erwähnt, weil es ein YouTube-Video ist, du Trollo. Ja, glaubst du, das guckt einer noch bis hierher, dem das irgendjemand kümmern würde? Ich glaube, bis hierhin hat schon jeder abgeschaltet. Aber ich frage mich, was die, wenn das wirklich Spiel mit mir ist, was sie da so verändern, dass das gesondert erwähnt wurde. Weil das ist wirklich der einzige Track, der gesondert erwähnt wurde. Fühlt sich hier langsam an und Kersch ist der Beweis, dass es das auch ist. Für mich klingen die Master-Versionen fast immer gleich. Wenn man mal überlegt, ne? Till ist schon 60. Oh, wirklich? Zum Mädchen, du brauchst aber auch die entsprechenden Abspieler für, ne? Um das zu hören. Ich glaube, er ist auch von der ganzen Welt der Älteste, ne? Das kann sein, oder ja. Oder ist Flake älter? Oder Fake, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Da wäre der 0 km/h Bug nicht gewesen, dann hättest du vielleicht nur gleich gezogen. Ja, der hat auf jeden Fall geholfen, das war eine gute Sache. Man überlegt, dass Flake auf einer Seite taub ist, aber schön die da hinkriegt, ist schon wieder interessant. Ja, kein Wunder bei dem Kraft, was die da machen. Der ist... aber trotzdem respektabel dafür, dass man nur auf einer Seite hört. Na gut, die haben ja sowieso Kopfhörer drin, dann wird es halt eben auf die eine Seite ausgesteuert. Oder halt eben noch lauter auf der anderen, wenn er nicht ganz taub ist, sondern je nachdem. Nee, die hört halt. Auf der einen Seite gar nichts. Okay. Nur Mono.
Ja, aber reicht das ja wahrscheinlich. In irgendeinem ganz alten Interview hat er das erwähnt. Du hast aber Glück gehabt. Wie geht das, mein Gott? Auf einer Seite irgendwie durch Lärm wahrscheinlich kaputt gegangen. Aber dann die andere Seite dabei heile zu lassen, das ist dann, ja. Der ist keine Ahnung, ob der das schon immer so, oder ob das irgendwie, wie das ist. Ich habe mir das ganze Interview, ich weiß nicht, ob er das gesagt hatte oder gar nicht gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht. In einer halben Stunde habt ihr ja gut geschätzt, ne? Ja. Noch ist nicht rum, oder? Ist eine halbe Stunde schon rum? Nein. Eine halbe Minute noch. Das schafft ihr, ja. Los, kommt. Da kommt schon so ein Stevie reingerollt. Jetzt liegt's an Tomete. Ja, der Tomete macht die 30 Minuten voll. Oh, Gottes Willen, Alter. Wo bleibt er denn? Da ist er ja. So, los, nicht die 30 Minuten. Und? Ja. Unter 30 Minuten. Hast du das wirklich geschafft? Du hast das Nein, gewonnen. Oh. Doch! Knapp, aber geschafft. Nicht schlecht. Wie zum... Oh. Das ist kacke, irgendwie bist du besser geworden, scheiße. Da komme ich nicht mehr hin. Jetzt war aber auch wieder nur die letzte Runde. Jetzt haben wir gleich den BMW M5. Das Thema mit dem, dass ich öfters mal gleich auf mit dir bin, ist irgendwie wohl weg. Ja, du musst samstags mitfahren, üben. Ah, scheiße. Lass mich gerade überlegen, bevor ich Nein sage. Du musst jeden Tag üben. In HP2 vielleicht. Obwohl, für Tomete reicht's. Da muss Tomete erstmal jeden Tag üben. Die Tropen vor allem. Ja, die liebt er, ja. Hier ist er. Apropos, achso, ja. Nochmal Tropen. Der komische Gurke hier. Och Mann. Warum denn den? Oh, nur 5 Runden. Wie angenehm. Mit dem Auto... Da fahr ich lieber 8 Runden Vauxhall. Na gut, es ist kein Z8, aber es ist auch kein TS50 oder Barchetta. Ja. Oder HSV. Ich hab an dem Auto ganz schlecht. Da bremst schon wieder einer auf der Geraden. War bestimmt wieder Tomete, oder? Ja, was soll ich denn machen mit dem scheiß BMW hier? Auf der Geraden, wie wär's mit Gas geben? Oder ist es Dennis mit seiner 18 Zoll Bremse? Nee. Dann wäre er bei dem Rennen davor nicht so nur gefahren. Momentan macht das Lenkrad einen harten hier. Aber fragt sich, wie lange. Hauptsache, wir fahren alle den schwarzen BMW. Der Kirsche ist blau, glaube ich. Sind alle bei mir gleichfarbig vom schwarz. Punkt her. Auf dem Punkt her ist es schwarz, ja. Außenansicht habe ich jetzt keinen Bock zu gucken. Blau. Doch, guck mal nach. Das ist aber auch Das sind alle, gut, die Abkürzung wollte ich nicht fahren. Du bist blau. Oh, du auch. Das ist dunkelblau. Das ist einfach alle dunkelblau dann. Ja, wir haben alle ein und dieselbe Farbe. Ja. Das Auto fährt sich so scheiße. Deswegen wollte ich die Abkürzung. Wo ist der Eingang hier so? Hier. Alter, lenk doch ein, Mann! Du darfst nie vergessen, wie scheiße der Wagen. Der wird sich einfach drehen im Eingang. Oh, der Kraft voraus mit dem Auto, naja, gut. Ich fahr beide am Wasserfall lang, ist ja auch schön. Der fährt am Wasserfall lang? Hier nicht? Hab ich verguckt? Nein. Da so aus, okay. Oh, ich hab mich gekratzt und bin voll gegen die Wand gefahren. Ja, mach das nicht. Hände ans Lenkrad, verdammte Axt. Mein Zender ans im Controller. Oh. Nein, ans Lenkrad. Besorg dir ein Lenkrad. Nur zum Festhalten. Lenken kannst du mit Controller. Dann fass es an. Hände ans Lenkrad und dann kannst du Controller mit Füßen steuern oder so. Ich bin diese Wand gefahren. Das ist hier neben mir, das Lenkrad. Ich hätte dich gerade lang. Hat schon Staub angesetzt wahrscheinlich. Dadurch, dass ich es zwischendurch für ETS noch benutze. Aber auch ich habe langsam Probleme. Aber auch ich habe langsam Probleme mit den Schaltwippen, ist mir aufgefallen. Die Schaltwippen? Jetzt schon. Mhm. How? Das. Du als Automatikfahrer bei einem. nee, das stimmt. Das, wie geht das denn? Na, für ETS nutze ich das für links und rechts hier für Blinken.
Und das haben die Schaltlücken schon nicht ausgehalten. Oh, das ist aber nur die rechte Seite, die rumspinnt. Ja, nur noch links abbiegen. Bei mir ist es die linke Seite. Die rechte läuft bei mir immer noch. Wieso habt ihr denn Schaltlücken wirklich Probleme? Okay. Achso, ja, stimmt, bei denen war ich schon immer, ja. Ja, das ist vergessen. Ja, die linke ist ja schon richtig lange weg. Einfach ja. Plastik. Bei, aber das ist das Thema. Ja, gut, bei mir ist sie aus der Alu, aber das Ding ist trotzdem im Arsch. Bei mir ist Plastik, aber ist egal, was der Knopf ist, ist ja wichtig. Ist ja nicht die Wippe kaputt, oder? Sondern der Schalter wird kaputt sein. Der Schalter, ja, der ist im Arsch. Das ist ja das Dilemma leider. Pete hat in einem meiner Videos gefragt, was ich für ein Lenkrad habe. Da habe ich mal nachgeschaut. Das ist von 2004. Ja. Man muss dazu überlegen, dass bei Dennis ist mitten in einem Renntag mal passiert. Ich weiß das noch. Da hat er dann auf einmal Probleme gehabt. Das ist mitten im Renntag passiert. Aber echt wahr, jo. Auf einmal ist er, ich kann nicht mehr runterschalten. Muss man sich mal vorstellen, ey. Mitten im Renntag geht's kaputt, ey. Schon krass irgendwo. Und seitdem kamen dann auch diese kleinen Anpassungen der Car-Updates für nicht was mit 4. Ah, seitdem war ja, manuell auf einmal schwierig. Also nee. Automatik. Wieso also nenne ich diese Abkürzung nie? Das ist die zweite Runde, wo ich die Abkürzung ignoriere. Wenn das zur ähnlichen Zeit kam, dann ist das so tatsächlich Zufall, weil ja. Ich fahre ja auch ab und zu manuell. Ich bin nur mal zu faul, selbst zu schalten bei 4. Was ist passiert, Tomete? Ich bin ganz schön weit abgeflogen. Ja, du, ich hab. Weißt du, das ist jetzt die zweite Runde und ich meine, wollte die eine Abkürzung wieder nicht anfahren. Und du wolltest diese Abkürzung nicht. Ja, weil das Auto nicht. Ich war da gerade komplett Brain AFK eben. Also wirklich absolut. Es ist halt. Es ist halt. Weiter geht's. Ja, wie eben einfach funktioniert das. Also der M3 muss Wanted 40 aber echt besser als das Ding. Aber hier. Es ist halt wirklich, es ist wirklich passend. Bei Dennis ist, ist das eine Teil kaputt gegangen und dann kam halt irgendwann auf die Idee, wir bringen jetzt, ich mach da mal ein paar K-Update-Echsen bei Need for Speed 4. Ja, hat aber keine Verbindung gehabt tatsächlich. Witzigerweise ist es aber erst danach passiert. Weil K-Updates sind hauptsächlich deswegen, weil ich das nicht fair finde, wenn Automatik eine schlechtere Motorleistung hat. Das ist dann wirklich bescheuert. Ja, absolut. Naja, Motorleistung ist die gleiche, du hast halt mehr Verluste irgendwo. Ne, die Motorleistung ist bei Need for Speed 4 auf Automatik geringer. Nein, es kommt weniger von der Leistung bei den Reifen an. Weil die Automatikgetriebe dazwischen halt eben Leistung frisst. Das war ein Baum. Nee, die Gear-Effizienz ist ein Multiplikator der Drehmomentkurve und die ist niedriger. Genau, also der Gear-Effizienz, also sprich, hat nichts mit dem Motor zu tun, sondern mit der Gearbox. Motor geht der gleiche Drehzahl alles in die Gearbox rein, also die Gearbox fand dann halt weniger wieder raus. Gut, so könnte man das sehen, aber ich glaube nicht, dass die Engine das so sieht. Die Engine. Natürlich, du hast doch gesagt, Multiplikator. Und zwar halt ja. Auch gangspezifisch. Also ja, nicht irgendwie ein Multiplikator für den Motor, sondern je nachdem, welchen Gang du gerade fährst. Ja, aber er ändert das eben halt an der Drehmomentkurve. Genau, das ändert am Ende, was an den Reifen ankommt. Alles, was dazwischen ist, zwischen Motor und Reifen, hat darauf Einfluss. Und je mehr dazwischen ist und je mehr das machen muss, desto mehr Verluste hast halt eben. Reibung und alles. Kopf, was hältst du davon, wenn du dieses Mal die Abkürzung? Oh, ich hab irgendwie so einen blöden kleinen Dreher hingelegt. Jetzt ach, deswegen ist meine Karte leer. Ja. Ich hab mich schon gewundert, warum meine Karte auf einmal leer ist. Runde 3 und ich durfte endlich die Abkürzung fahren. Also irgendwie, das Auto mag mich nicht. Nee, das ist doch scheiße. Der wird aber auch einfach zu warm, ich muss echt den Ventilator anmachen. Ich hab meins schon an. Ja, ich bin ein Trottel, dass ich ihn ausgemacht habe. Das liegt nicht an der Reifentemperatur, das ist ja scheiße. Nee, Raumtemperatur. Ich hab bei offenem Fenster eine Raumtemperatur von 25 Grad inzwischen. What the hell? 25 Grad? Das waren heute 27 draußen.
Lebst du auch in den Tropen in Real oder was ist da los? Ja, so gesehen, ja. Hier ist immer zu warm. Ich war mir bei meinem Ventilator gerade nicht sicher, wie er mit dem Zug agiert, aber das fällt in der Kern nicht auf. Weil der schwenkt ja bei mir und geht natürlich hinten an, ans grüne Zug dran, ne? Oh, okay, okay. Ich habe meinen ins Fenster geklemmt, der passt da genau rein. Da ist so ein komischer, weiß ich nicht, Haltebügel, wie sagt man? Irgend so ein Metallbügel außen am Fenster. Und da kann ich genau den Ventilator reinquetschen. Und dann kann der quasi von draußen die kühlere Luft ins Zimmer reinblasen. Ist echt nicht schlecht. Krieg doch die Kurve, Alter. Willst du noch weiter außen fahren oder was? Meine Güte. Okay, jetzt habe ich Stevie komplett verloren. Hast du jetzt komplett gerade irgendwas verkackt oder was? Nee, aber ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Ich auch nicht, also hier vorne ist noch nicht angekommen. Nee, das wird auch nie passieren. Oh, wenn ich weiter zurückfalle. Ja, also das war besser als du fahren in NFS Highstick, sage ich schon, HP2. Das wird nie passieren. Nicht bei meinem Fahrskill. Dann also ich war zwar schon in ein oder zwei Rennen mal besser als Steven, aber... Oh nein, warum fahre ich denn jetzt richtig, Idiot? Damit du fragen kannst. Na gut, kommt eh nicht mehr drauf an, ne? Nicht aufgeben. Die macht bestimmt noch einen Fehler. Genau. Also, mach dir mal keinen Kopf. Wie gesagt, ich bin nicht unfehlbar. Nee, wenn du unfehlbar wärst, dann wärst du hier auf Platz 1. Boah. Ich schärfe eine Definition von unfehlbar an. Nehmen wir mal an, es fährt einer mit 20 km/h, der rollt über die Strecke, macht dabei keine Fehler. Ist das unfehlbar? Auto, bitte. Versuch doch wenigstens mal ein bisschen zu fahren, statt zu rutschen. Ja gut, aber ich habe es auch nicht verdient, hier nicht Letzte zu werden, irgendwo. Dennis hat sich antwortet für deine Karre. Nee! Ja, das merke ich. Das hat die Stimme, die du im Auto gibst. Das ist deine letzte Runde. Ja, ich habe nochmal eine Abkürzung verkackt oder verpasst hier. Ich bin einfach den nicht wollte. Auto, Auto. Ruhig bleiben. Alles wird gut. Wieder rechts gefahren. Ja, wenigstens konsequent. Du willst aber auch nicht mehr rankommen, oder? Ja, fahr ruhig vor mir ins Ziel, also das habe ich diesmal wirklich absolut verdient. Oh, oh, oh Mann, das fahr doch mal gerade runter, was soll denn das immer für eine Scheiße hier? Oh, oh, ich nehme jetzt hübsche Runde bis hierhin.
Aber so ein kleiner Dreher muss halt noch sein. Es geschafft. Dann ist zumindest Schluss mit Tropen für heute. Das ist ja auch was wert. Das ist schon mal viel wert, ja. Tropen ist toll, aber diese Kahn hier. Die sind halt so ein Problem. Boah, ich hätte jetzt wenigstens gern die letzte Runde noch zu Ende gefahren. Also ohne Dreher. Ich hab's wieder nicht in die Abkürzung geschafft. Oh Mann. So. Ich hab ein Rennen gewonnen. Will aber Ventilator. Ich merk's schon. Da Kirsche Fehler gemacht hat, hab ich gewonnen. Aber auch am laufenden Meter. Würde aber vor gerne mal Runde gehen, so halbwegs. Ohne dass du Fehler machst. Das, ja, das wäre schwierig. Da müssen alle keine Fehler machen und das passiert nicht so häufig. Ja, wir haben ja einige Rennen fehlerfrei gefahren, aber da warst du dann natürlich grundsätzlich schneller als ich. Das ist ja schon ein Rennen, was fehlerfrei war? Ich glaube kaum, oder? Keine Ahnung, glaub nicht. Waren bestimmt immer irgendwelche Crashes drin. Hello! Hello! Komm mal darum drehen, um zu gucken, wann Tomate da ist. Hoho, Alter! Das dauert doch. Ich verstehe nicht, warum du auf einmal so von jetzt auf gleich so weit weg warst. Weil ja, weil ich gegen Ende alles verkackt habe, was man verkacken kann. So, die gute Nachricht ist, wir haben 4 von 8 Rennen geschafft. Nee, es ist das fünfte schon, wir haben 5 von 8 geschafft. Du bist aber jetzt weiter. Haben wir gleich den CS5. Jetzt kommen nur noch 2 kurze Rennen, also relativ gesenkt, obwohl. Naja, 6 Runden. Oh, Ronny-Zeitmäßig ist es ja gar nicht mal so scheiße diesmal. Ja, aber die letzte wäre bestimmt viel schneller gewesen ohne den Dreher. Die war viel besser am Anfang, bis zu dem einen Dreher halt. Aber 250, respektabel. Du hast die 250 ausgefahren von dem BMW. Geht da nicht noch mehr? Keine Ahnung. Nee, BMW ist doch KMH limitiert auf 250, was dieses Spiel auch beachtet hat. Okay. Der TS50 ist KMH limitiert auf 50, ja? Naja, der beachtet das Spiel das nicht und deswegen fährt er sich so scheiße. Der ist eigentlich dafür gebaut worden, du bist höchstens 50 zu fahren. Gottes Willen, was mach ich denn jetzt? Du meinst, der war eigentlich für Lackwirtschaft oder irgendwie sowas? Ja, ja, genau. Die Beschleunigung, ne? Da geht man ja schon mal hinzugucken. Vor allem bei mir, ich weiß nicht warum, aber ich habe in der Sekunde des Starts instinktiv auf den Hochschaltknopf gedrückt. Weiß nicht genau warum, aber das heißt, ich bin losgefahren mit Drehzahleinbruch und dann zweiter Gang. Mit dem, okay, na gut. Ging sogar, holy shit. Holy shit. Wie hat das auch das denn hinbekommen? Hey, was ist das los hier? Junge. Lass mich raten, ich weiß ja, wie die Abkürzung gefahren ist. Oh. Das war doch Tomete, oder? Ja. Der kam doch schneller raus, als ich mit meinem Geschaukel. Ja gut, du hast da ganz Schwung verloren gehabt. Ja, ich hab geschaukelt wie ein Schaukelpferd. Ja. Wie ein TS50. Das kann die Karre eben als am besten. Also so schön ist die Textur hier eigentlich nicht. Ich mag das Ambiente. Ich mag dieses komische. Was so? Alter, überhaupt nicht. Alter, what the fuck? Aber ich nehme es halt so hin. Ja, du kannst es ja auch gegen eine andere Textur tauschen, also so ist ja nicht. Ich habe zum Beispiel bei allen die gleiche, aber welches aus dem Modpack? Ich bin gerade hinter dir zum Meter. Ich weiß. Ich habe gerade einen sehr dummen Fehler gebracht. Aber ich dachte, Kirsch auch nicht so weit vorne ist, kann ich auch. Ich dachte eigentlich, dass da noch ein bisschen mehr Platz ist, aber ich glaube, dass ich erfahre einen Panzer. Los, Tomete, jetzt Collision on und halt ihn hinter dir. Ja, da brauche ich einen Hotkey für. Ja, mach. Drück mal ID Call on. Wobei Demon ja mal meinte, dass das bei. Meine Karre meinte, das unbedingt zu driften auf einmal. Ja, das habe ich geahnt, dass euch das passieren wird. Heute müsst ihr leicht Gas wegnehmen vorher. Oh, Tomete, du hast ihn schon durchgelassen. Dann passiert das nämlich nicht. Die Kurve ist zu verschnorkelt.
Da woher weißt du das? Strecke, ich meine, Tab drücken. Ja, nee, das tue ich nicht beim Fahren. Das Schlimme ist, Kursche kann sich immer noch besser jetzt wir da vielleicht auf der Strecke, obwohl der Tab drückt. Ja, du kannst ja noch durchgucken durch das Tab und du machst es ja nur kurz. Also drückst du nur einmal kurz drauf, schaust, was da steht, fertig. Und im Gegensatz zu Nice, wo ich irgendwie jedes Mal suchen muss, welche der Zeilen ist eigentlich die, die mich interessiert, weiß ich hier halt einfach, wo ich hingucken muss, bevor ich es drücke. Gucke an die richtige Stelle, drücke und merke mir, was da stand. Du weißt es bei Nice immer noch nicht? Nein, ich weiß auch nicht, warum. Ich muss immer suchen und jedes Mal, wenn ich suche, crash ich. Dabei ändert sich dann auch nie was. Dran. Ja, ich weiß, ich bin dumm. Danke, dass du es nochmal klar gemacht hast. Ja, bitte. ich sag's ja nicht, sondern du weißt es selber. Das ja, eigentlich ist der erste Weg zur Besserung. Ich hab mir schon überlegt, ob ich mir aufschreibe, was wo steht, aber das bringt nichts. Dann muss ich halt auf den Zettel gucken, wo steht. Und dann klebst du es dir immer, du passt es an den Monitor ran, so, das ist das, das ist das, das ist das. Ah, das stimmt, ja. Wenn ich quasi so einen Screenshot von Nice mit, weiß ich nicht, 300x Vergrößerung und dann nur gezoomt auf den einen Teil hinter den Monitor kleben würde. Das könnte gehen. Ich war mal etwas langsam, ich will die Linie bei dir abgucken. Wir können sehr gerne nachher die Strecke fahren und du guckst mir beim Fahren zu über Screenshare oder ich guck dir zu und sage dir, was du alles falsch machst. Das ist eine gute Idee, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange der Rennverfolg noch dauert. Ja, das ist bald vorbei. Es ist dieses Rennen, 6 Runden, danach kommt ein Sprintrennen und dann kommt noch ein 3-Runder. Wir haben gleich erst 1,5 Stunden und das ist geplant auf 2 Stunden, 6 Minuten. Dann fahrt schneller. Das ist schwierig. Ich arbeite dran mit dieser komischen Bohrküche. Ja, zumindest das hier das längste Rennen, was noch kommt. Momentan ist ja Gott sei Dank relativ fast egal, wann ich zur Arbeit komme, aber... Ich hab morgen frei. Das heißt ja gut, um 9:30 sollte ich vielleicht schon da sein, weil da dann halt die Versammlung ist, aber... Ich hab morgen frei. Frei? Haben sie den Park geschlossen, oder was? Nee, aber ich hab einfach schlichtweg frei. Ich nehme mir so selten frei, weil... Naja, bei uns ist leider, dadurch, dass das so eine dumme Maßnahme ist, bist du krank, hast du Urlaub, kommst du später, das wird alles nicht bezahlt. Oh, okay. Es gibt kein Urlaubsgeld. Das ist eine scheiß AGH-Maßnahme vom Jobcenter. Auf 2 Euro Basis pro Stunde. AGH. 2 Euro, da haben sie sich ja schon fast übernommen. Was ist das AGH? Nie nachgeschaut, ich kann es nicht sagen. Ich nenne es eher eine ABM-Maßnahme, weil... Genau, das Wort kennt man irgendwie. Ist einfach was dazu zu sagen, meiner Meinung nach. Aber da hast du ja bei uns viel mehr bekommen, hätte ich beide gesagt. Du, ich krieg auch währenddessen immer noch Bürgergeld dazu. Ach so, ja gut, dann ist das was anderes. Also darum geht's jetzt nicht. Na gut, mittlerweile habe ich mich an den Wind gewöhnt, glaube ich. Aber Kirsch ist trotzdem weg. Komm, ich erlaube mir mal den gleichen Spaß wie zum letzten Mal. Ja, das war ja auch mehr schlecht als recht herum. Er bremst dabei. Ich muss aufholen, das letzte Rennen wieder reinzuholen. Du musst nicht aufholen, du hast 240 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Ja, in Summe, aber in dem Renntag heute. Da hast du auch gewonnen. Nee, es waren immer nur super knappe Sachen und dann das Rennen gerade. Gefallen, dass dieses Season bald rum ist. Wir ja, sind beim 4. von 5. Genau. Ja. Da habe ich mir diese Season keine so großen Gedanken drüber gemacht, weil es bei High Stakes einen Renntag gab, wo ich nicht dabei war. Das heißt im Umkehrschluss, das einzige Spiel, wo ich was hätte reißen können, da reiß ich nichts. Und von daher... Aber mittlerweile kann ich ja auch bei High Stakes nichts mehr reißen irgendwie, weil... Hätte ich Dirt Rally 2.0 nicht nachgefahren, wärst du safe vor mir gewesen. Ja. Aber Dennis hat so lange gequatscht, dass ich das dann doch nachgefahren bin.
Ich wollte auch noch mal fahren, ich fand das ganz cool. Ja, nur dass du hier rausgefallen bist, ist ein anderes Thema. Mal sehen, 20 Sekunden verloren im letzten Rennen. Das ist eine Menge Holz. Wo lässt du denn die liegen? Bitte? Wo du die liegen lässt. Ja, die crasht die ganze Zeit im letzten Rennen. Das letzte Rennen war halt scheiße. Ah, aua, au, ah, Okay, weiter geht's. Hast den gleichen Fehler gemacht wie ich? Ich hab gedriftet, Wand berührt, gehupt's mal wieder wie üblich. Wieso das denn? Reset verpasst oder was? Nein, ich hab die Hupe ja, wenn ich den Analogstick noch reindrücke. Und manchmal beim Lenken drücke ich einfach dabei noch mit rein. Okay. Wenn ich mit Analogsticks fahren müsste, ich wüsste gar nicht, oh Gott. Das wäre ein Albtraum. Wo fährst du? Lenkrad, oder? Bitte? Lenkrad fährst du Tomate, oder? Normalerweise schon, heute aber Tastatur. Da haben wir das Problem. Tomate, du siehst aber ja, dass es bei mir ja funktioniert. Ja, ja, klar. Warum hast du das Lenkrad nicht genommen? Auch bei der 2.0 funktioniert es ja da auch. Weil Lenkrad habe ich einmal versucht und ja. Ja, mehr als einmal. Einmal. In Dirt ja, einmal. Nur einmal. In Dirt vielleicht, okay. Da gibt es auch genau ein Video sogar zu. Aber gerade bei Rally hätte es eigentlich Sinn gemacht, Lenkrad zu benutzen. Ja. Wusste gar nicht, also bei Rally da ist eigentlich alles andere ganz schön eher hinderlich. Ich komme damit aber doch gut klar, siehst du ja. Ja. Mist, bist du dort grundsätzlich besser als ich? Das ist hier der AP2 keine so extreme Konstante. Was haben wir jetzt? Die sechste, vierte Runde. Das Auto kann eben nicht schneller. Was soll man machen? Ja, beim Morgen. Heute ist das aber auch ein Need for Slow. Ja. Aber zum Schluss kommt nochmal was Schnelles. Ja, nächstes Rennen. Das hatten wir letztes Mal. Wenn ich dann wir haben gleich erst noch. Hiernach müssten wir erst ein Sprintrennen haben. Ja, genau. Da kommt der McLaren F1-Rennen. Da muss man sich dann gut anschnallen vorher. Der F1 leckt mich. Nix da, der geht ja super ab. Hast du den LM nicht, Dennis? Was? Fandest du den F1 LM nicht sogar besser als den normalen F1? Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch keine Kunst. Das ist keine Kunst, ne. Nee, aber in sich meinte ich jetzt so. Aber wofür soll diese Abkürzung im Mund stehen? Le Mans. Nein, leck mich. Nein, Le Mans. Also ich mag den LM. Ah, da müsste man was zum Setup machen. Der ist super so wie er ist. Da kenne ich mich nicht mit aus. Der untersteuert, da müsste man was zum Setup machen. Also ich würde mich zwar gerne mit auskennen, aber... Ich auch nicht, aber so kleine Basics, das kann man halt schon machen. Ja, ich passe halt einfach die Lenkbewegungen an. Ja, du hast es zumindest irgendwie mal hingekriegt, dass du mit dem Diabolo, dass du da... Nee, doch, das war der LM. Dass du mit dem da irgendwie mit 600 Sachen da um Haarleide gefahren bist, also... Was? Irgendwann hattest du den LM mal so modifiziert, dass du mit 600 UMH da rumfahren konntest. Ach so, ja, modifizieren ist ja was anderes als Fahrzeug, der Raum. Dann ist ja auch kein LM mehr eigentlich. Dann hat er vielleicht noch die Geometrie von dem LM. Und der LMSE, Le Mans Special Edition. DE, Demon Edition. Ach, die Demon Edition, ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Der hat jede Kurve Vollgas gefahren, egal was für eine Kurve das war, ob Haaren, alles scheißegal, alles Vollgas. Mit 450 oder 470, was das war. und eine Downforce, der dickste Jump der Welt, der ist auf der Straße geblieben. Also, der war über.
und Unebenheiten auf der Straße, das hat dem alles nicht gestört, wie ein Brett lag der auf der Straße. Du konntest alles machen, aber abfliegen wollte der nicht. Nee, der fuhr wirklich wie auf Schienen, aber sprichwörtlich. Ja, sogar besser als wie auf Schienen. Auf Schienen kannst du doch abspringen. Ja, und selbst das ist bei dem nicht passiert, also nur sogar noch besser, jo. Oh Gott, nein, Auto. Oh Gott. Das ist immer sehr gewagt, was dieses Ding für Verrenkung macht. Wo bist du denn ganz, Kirsche? Meine Karte ist immer noch leer. Ich versuche dich zu überrunden. Das wär's doch. Warum ist da eine Kurve und die Karte ist trotzdem leer? Wo bist du denn ganz hingefahren schon? Also ich bin jetzt im Bergabstück vor Stadt gesehen. Ja, ich hab auch gerade die gesehen auf der Karte. Bei Stadt Ziel, hast du das gerade echt gesagt? Ich bin jetzt in der letzten Runde. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt in der letzten Runde. Das ist zu früh. Und vielleicht hüpfen, wenn es hüpfen wäre. Ne? Wie kannst du so weit vorausgefahren sein? Ich muss aufholen. Letztes Rennen war scheiße. Das sind locker 15 Sekunden, die du vor mir bist. Ja, aber du hast über 20, ne, knapp 20 aufgeholt im letzten Rennen. Da habe ich einen Fehler gemacht und schon ist Stevie wieder vorne. Also ich weiß ja nicht unbedingt, ob ihr es wissen möchtet, aber ich bin jetzt in der letzten Runde. Ja, mit überrunden wird das dann nichts mehr. Na, du bist doch nicht in der letzten Runde, Tomato. Doch, auch. Auch? So nah hinter dir? Okay. Ja. Ja, dann wird's schwierig. Ich glaube, ich habe Stevie mit meiner Abkürzung. Ich mach dir jetzt einfach nur noch eine. Hilfe, hallo, Hilfe, aua. Das Gute ist, dass ich die besser beherrsche als du. Weil du das nicht gewohnt bist, die zu nehmen. Alter, ihr fahrt immer noch diese scheiß Abkürzung. Ich eigentlich gar nicht, aber ich mache einfach jetzt zur Mitte nach. Aber why? Ich könnte doch einen Rückwärtsgang fahren. Ist auch nicht schlecht. Sieht lustig aus, ist aber langsam. Beiwegen. Ach ja. Ich hab das einfach noch ab der dritten Runde einfach so durchgezogen, weil ich einfach mir dachte. Aber scheiß drauf! Boah, wie kann man nur die Abkürzung fahren? Ich versteh's nicht. Schaust du doch an das Spektakel. Nein, ich weiß ja, dass das scheiße ist. Brauche ich mir ja nicht angucken. Ich meine, die Abkürzung zu fahren. Du schaust sowieso meine Videos nicht. Ich weiß. Ja, schau du untere, dann weißt du, wie man es richtig fährt. Ist ja kein Geheimwissen oder so. Oh nein, Alter. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Wie bist du so schnell hier gefahren? Ich verstehe es nicht. Achso, können wir mal gucken, was hast du denn für eine Rundenzeit? Ja, anscheinend ja total scheiße dann. Ja, total scheiße 50. Na gut, 2 Sekunden bin ich schneller in der Rundenzeit. Wow! Wo und wie? Fehlt mir was. Wie zur Hölle? Wo sollen denn hier noch 2 Sekunden hochzuholen sein? Ey. 18 Sekunden hast du im letzten Rennen geholt. Aber so viel habe ich nicht aufgeholt jetzt, aber zumindest wieder ein bisschen näher. Wie kann man denn noch 2 Sekunden finden hier? Alter. Ja, das geht bestimmt auch noch schneller, oder? Es geht alles immer schneller. Also ich habe mich früher über Pete gewundert und dann beim letzten ARP-Host habe ich gesehen, es ist noch deutlich Weg nach oben. Ich wüsste nicht, wo ich hier noch 2 Sekunden holen sollte. Oh, so knapp bei euch.
Ja. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Lag ich mit 15 Sekunden ja gar nicht falsch. Wenn ich einen Fehler nicht gemacht, dann wäre ich vor Stevie reingefahren. Das kotzt mich am meisten. Guck mal, Kirsche. 15 Sekunden tatsächlich, ja. Ich habe mich sogar richtig geschätzt. Ja, ja. Auf die Sekunde genau. Das könnte sich ausgehen. Bei den ersten habe ich immer so knapp gewonnen gehabt. Dann könnten wir auch ein paar sein in der Summe. Oh, Mann. Oh, jetzt kommt meine Wüste, die ihr nicht mögt, weil sie Texturübergänge hat. Nein, jetzt ja, kommt Schnee. Weil man sie auch hätte besser machen können, also mal ganz ehrlich. Du fährst einen pinken McLaren, Stevie. Was tue ich? Pinken McLaren fahren. Na dann. Weißt du, das ist halt eben so. Es macht einfach nur Spaß, diese Karre so zu fahren, also. Ja. Weißt du? Nicht, nein. Was, dann habe ich jetzt schon verkackt, Alter. Das meinst du nur? Ja. Auch ein Kirsche kann einen Fehler bauen. Na, mach ich nicht. Im LM bezweifle ich. Ich sollte mal aufhören, so zu reden, sonst meckern noch irgendwelche. Oh Mann, das ist mir zu schnell. Ja, im Vergleich zu was wir gerade hatten, ist das ein richtiger Schock halt erstmal, ne? Ja, ich war vor Schock die Abkürzung nicht gefahren, weil das war auf einmal alles so schnell. Alter, ich spring! Was macht denn der? Ach komm! Warum? Ich komm grad überhaupt nicht klar mit dem Speed hier. Ja, es war die ganze Zeit so ein lahmes Ding und auf einmal kommt so das Teil hier. Damit bin ich letzter. Demon ist immer noch hinter dir, glaube ich. Nein, ich bin letzter, weil ich OS-Teil gefahren bin. Das gibt's doch nicht. Warum ist denn der da gesprungen? Ich verstehe diesen Übergang manchmal nicht. Das liegt an den Sandtexturen. Oh Gott, was ist das denn für ein Rennen hier? Das könnte ja schlechter kommen laufen gerade. Das liegt nicht an den Sandtexturen. Nein, natürlich nicht. Alter, ich fahre aber auch gerade nur noch Grütze hier. Ja, man vergisst echt, wie schnell Klasse 1 ist, bis man es dann mal so in die Fresse Alter, was mache ich denn hier? Hallo! Ja. Du zweimal resetten, weil es geil war oder weil es recht dumm war. Mann, das war immer richtig schlecht gefahren, ey. Hätte ja kaum schlechter sein können. Also wenn ich heute mal besser als Stevie bin, dann aber auch richtig, kann das sein? Du, ich hab Grütze gefahren und ungewollt einmal zu viel den Reset-Knopf gedrückt. Ja, das war mal richtig scheiße. Holy shit. Das war in der Tat nicht groß. 10 Sekunden. Das war hart. Siehst du ja, also wie ich schon ins Ziel die fahre. Ab, so die Abkürzung verkackt, dann den Berg bin ich abgeflogen, dann noch ein Bullshit beim Sägewerk. Also das war kompletter Rotz. Ja. Gut, jetzt fahren wir haben mit Coastal Parklands rückwärts angefangen und wir hören damit auch auf. Ja, genau. Auf. Aber weil es mit dem Scheißauto auch noch. Nö, der drei ist gut. Das ist der F30. Ach nee, Moment, ich hab das leider okay. Oh, der ist gut, ja. Verwechselt. Ja, der ist fantastisch. Und nur drei Runden. Ja, das ist natürlich belastend für ihn. Nein. Vier Runden. Bei mir steht drei. Ja, im Plan hätten zwei Runden sein müssen. Es sollten nach Plan nur drei sein. Warum sieht das jetzt auf einmal vier? Ich hab eigentlich drei angeschaut. Off by one. In die Richtung richtig, rückwärts. Ja, kommt auch rückwärts, rückwärts ja. Glaube ich. Ja, gut, wenn es nur die Rundenzahl ist, kann man da, glaube ich, mit leben, oder? Das sehen wir dann, wer alles in der vierten Runde crasht. Also, wenn Stevie mich in der letzten Runde nicht überholt in der vierten, dann müssen wir die letzte abziehen. Naja, jetzt ist es ja für alle gleich. Jetzt weiß jeder, dass es vier Runden sind, jetzt muss man irgendwie damit klarkommen. Aber ich bin schon gespannt. Wer auch immer in der vierten Runde crasht, wird sich beschweren. Also lieber alle vorher crashen. Ich
fahre so ein bisschen scheiße gerade, aber gut. So ein bisschen scheiße, das ist auch gut. Ja, nicht komplett scheiße, aber so ein bisschen, und das nervt. Obwohl, das vorige Rennen war komplett scheiße, da muss man ganz ehrlich sagen. Lass bitte mal das Sprintrennen bitte nicht reden, danke. Oh Mann, was ist denn das, Alter? Was ist denn mit mir gerade los, sag mal? Vielleicht auch zu warm im Zimmer. Zumindest mir geht's besser, seitdem ich den Ventilator angemacht habe. Kann man denn da zu weit infahren? Sag mal, das ist doch nicht normal. Ach je, meine. Ach, die Runde bin ich fast so gut gefahren wie die Runde. Das ist ja. Während er sich beschwert, natürlich. Passt. Ja, ja. Du, das, wenn er eine normale Runde fährt, dann werde ich ja nie auf sein Skill-Niveau kommen. Ich habe gehört, nach drei Runden haben wir alle auf Gas zu geben, weil es sind ja nur drei Runden. Doch nicht normal, ey. Was ist denn da passiert bei dir? Links gegen die Wand gedreht. Oh, das muss ich aber heute in den Kalender eintragen hier. Oh, bleib bloß weg! Bleibst du weg? Ui. Hau ab! Ich bin vor Kirsche. Aber nicht lange. Nee, natürlich nicht. Hat sich schon erledigt. Da kam eine Kurve und der war weg. Obwohl, naja, im Rückspiegel ich höre ihn sogar noch. Ah, jetzt kommt eine schwierigere Kurve, jetzt bestimmt weg. Was mache ich denn? Die Kurve mache ich richtig und lenke erstmal nach. Ja, klar. Praktisch, wenn man sieht, wie Kirsche fährt, dann kann man das versuchen, einigermaßen nachzumachen. Aber wenn man 2 Zentimeter abweicht, dann. Also, würde ich prinzipiell zustimmen, und dafür gibt's YouTube-Videos, da kannst du sogar sehen, wie man lenkt. Das Problem bei der Sache ist, das kann ich mir nicht merken, aber für 2 Sekunden kann ich es mir merken. Aber der Netzcode zeigt es zu größten Teilen noch eventuell Bullshit an. Ja, also der Netcode zeigt es immer zu weit außen an. Also wenn einer die Kurve ganz innen fährt, dann denkst du beim Netcode, der ist halb außen oder Mitte. Ja, der zeigt das nicht richtig an, wie die Person eigentlich fährt. Also dann solltest du dir wirklich lieber die Videos angucken. Ja, gut, das ist ein Argument. Und prinzipiell musst du ja auch gar nicht merken, wie es genau ist. Ich meine, am Ende lohnt es sich schon. Das schöne HP2 oder schöne ist ja, dass es so wenig Strecken gibt. Ne? Da kann man sich's noch merken. Bei High Stakes struggle ich ja auch, weil es so riesen viele Strecken gibt. Und dann müsste man, ja, ich kann nicht alle üben, geht ja das, nicht. Moment, jetzt mal was anderes. Bei High Stakes haben wir so viele Strecken, dass da jeder struggelt und deswegen. Nee, kann ich da nicht auch jeder, nicht jeder. Die am längsten das schon fahren, weniger halt eben. Ich hab das auch schon verdammt lange durch. Außer Pete, der am längsten, der kennt die halt eben quasi alle. Ich will gar nicht wissen, wie viele Strecken wir eigentlich noch gar nicht gefahren sind. Ich denke mal, wir sind alle irgendwann mal gefahren. Wir machen das jetzt seit 5 Jahren im Grunde genommen. Also was heißt, wir machen das seit 5 Jahren, also ich bin ja seit 5 Jahren bei THR. Ich bin sogar noch ein bisschen länger bei THR. Ich bin zu Dennis gekommen, da gab's hier, wie hieß Anni und wie hieß der Anni und Andi, jo. Und dann war ja THR eine lange Zeit tot, weil irgendwie nichts mehr los war, und dann hat Dennis das versucht zu reaktivieren, und ja. Man sieht ja, was da heute draus geworden ist. Ja, Gott sei Dank läuft das jetzt auch, weil also das läuft jetzt ja schon seit 3 Jahren oder so relativ gut. Denk die erste mal, Phase, wo ich dabei war, da war es ja total Chaos. Ja, ich denke mal, jetzt wird das auch so bleiben. Ich weiß gar nicht, Dennis, wann bin ich dazu gestoßen genau? Weiß ich gerade gar nicht. Boah, weiß ich nicht mehr. Das war schon ziemlich lange her. Die Page ist aber auch, glaube ich, nicht mehr vorhanden, deswegen.
Nee, das ist klar, die ist schon Ewigkeiten. Und ich glaube auch nicht, dass ich von Anfang an mit aufgenommen habe, sondern glaube ich erst irgendwann. Deswegen kann man es auf der Playlist doch nicht nachschauen. Ja, aber jetzt, wo wir die richtigen Leute dabei haben, da funktioniert es halt auch. Ich frage mich immer noch eigentlich, hattest du mich angeschrieben gehabt, ne? Ja, ja, weil du damals mal mitgefahren warst und dann wollte ich dich auf jeden Fall wieder dabei haben. Ja, Mikrofon knackt. Ja, das ist die ganze Zeit, glaube ich, zum Mädchen, der immer wieder Spaß hat, sein Mikrofon an, aus. Nee, das knackt lauter. Keine Ahnung, was er da macht, aber das ist zwischendurch. Eigentlich mache ich gerade gar nichts, außer hier fahren. Ich hätte auch eigentlich gar nichts gehört. Im Nachhinein, dass du gesagt hast, ja okay, da war irgendwie was, aber es war so leise, es war kein mechanischer Schalter. Glückwunsch, du bist Zweiter. Boah! Ich hab ein Rennen gewonnen, das ist amazing. Ah, ich hab in der Rundenzeit gewonnen. Ja. Ich hab in der Rundenzeit gewonnen, das ist amazing. Aber die dritte Runde hat sich auch echt gut angefühlt. 1:50. Da, schneller als geplant. Haha, ja, wir sind gut. Bedenke, wir hatten aber auch eine Runde mehr, ne? Stimmt, das auch noch. Und trotzdem waren wir schneller als geplant. Ja, dann hat sich vielleicht unser Skill gesteigert. Genau, wenn wir so weitermachen, muss Jonathan nachbessern. Muss die Zahlen anpassen. Oh, das war eine schöne Session.